Hallo, hallo, alle miteinander. So, einmal kurz was sagen, damit man auch euch hört. Hallo. Genau, wir spielen heute ein Pen and Paper im Wilden Westen und wir freuen uns zwar auf das ganze Thema und das Ambiente, aber es ist uns irgendwie auch wichtig, in dem Zusammenhang mal noch kurz den historischen Kontext zu erwähnen, weil es zur damaligen Zeit halt Diskriminierung und Sklaverei gab und systematische Verdrängung beziehungsweise sogar ziemlich krasse Ausrottung von den Native Americans. Und wir werden diese Themen in diesem Pen and Paper ausklammern, um Verletzungen zu vermeiden, aber auch um hier gewisse Gefahren zu vermeiden, dass keine Assoziationen entstehen und so. Aber uns ist das wichtig, immer das vorab zu sagen, um das Leid der damaligen Zeit nicht zu ignorieren und irgendwie auch respektvoll damit umzugehen. Genau, das einmal vorweg. Yes. Und damit gebe ich das, was sage ich denn jetzt? Es lasso weiter. An den wundervollen Spielleiter, Franigo. Will ich, dass er ein Lasso hat? Sorry, der Kater ist verwirrt, dass ich einen Hut trage. Ja, willkommen im Wilden Westen und zwar im Arizona Territory. Der Bürgerkrieg ist ein bisschen her, die Auswirkungen sind noch zu spüren. Aber die Erweiterung nach Westen streitet ständig voran. Dort herrscht aber sehr viel Gesetzlosigkeit, denn es handelt sich nicht um Staaten, wie wir sie heute kennen, sondern nur um Territories, in denen einsame Sheriffs und Marshals versuchen, Recht und Gesetz Gehör zu verschaffen, wenn sie nicht selbst vollkommen korrupt sind und in die Kriege der Cowboys untereinander verstrickt sind. Wir spielen in der wunderbaren kleinen Stadt Rapture im Arizona Territory. Rapture war bislang ein kleiner Flecken, in dem ein Markt war, wo die umliegenden Farmer, hauptsächlich Schaffarmer, ihr Zeug zu Markte gebracht haben. Aber es gibt schon immer das Problem, dass die großen Rinderherden aus Texas, aus Arizona, aus der ganzen Gegend da in der vorbeigetrieben werden und das Ganze, die ganzen Weiden leer fressen. Und jetzt soll in Rapture ein Bahnhof der Trans-Arizona Railroad gebaut werden, der sozusagen als der Endpunkt gilt, um dort dann von da aus die Rinder an die Ost- und Westküste zu verschiffen. Das würde viel Geld mit sich bringen und deswegen hat Rapture in den letzten Monaten eine große Anzahl von Personen angezogen, die sich dort mehr oder weniger permanent niedergelassen haben. Glücksritterinnen, Cowhands, Leute, die glauben, dass man dort Geld machen kann, die Geschäfte aufgemacht haben, die an der Eisenbahn verdienen wollen, aber auch all die anderen Leute, die Gold und Geld so anziehen. Und damit kommen wir doch mal zu euch. Ihr könnt ja mal ganz kurz damit anfangen. Ihr alle seid heute Abend im Saloon. Es gibt in Rapture inzwischen mehrere Saloons, aber einer der älteren und eingesessenen Saloons wird betrieben von Corey Levine. Und vielleicht fangen wir mit Corey an. Du bist in der Stadt bekannt. Wer bist du denn, Corey? Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir auch hier heimisch in meiner Taverne sind. Freut mich sehr. Ich heiße euch sehr herzlich willkommen. Solange ihr euch heute benehmt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Trinkt gut was. Ich bin Cory. Mir gehört das alles hier quasi. Der junge Mann, der hier zwischen den Tischen ab und zu rumwuseln wird, ist mein Sohn. Das ist Daryl. Der wird das hoffentlich alles mal übernehmen hier. Wir fühlen uns auch hier sehr wohl. Ja, und eigentlich gibt es auch nur uns zwei an der Stelle und viel mehr ist auch eigentlich nicht zu sagen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr ein bisschen was rüberschickt, dann ich weiß eigentlich alles, ich kriege eigentlich so alles mit. Wenn irgendwas wichtig ist, dann sprecht mich einfach drauf an, vielleicht können wir da was machen. Okay, dann ist da noch Victoria. Ja, Victoria, also es scheint relativ still zu sein, ist aber von der Klamotte sehr, sehr, also sehr hochwertig angezogen, aber trotzdem wirkt die etwas runtergekommen. Aber schaut sich das Ganze in diesem Salon erstmal ein bisschen an. Dann haben wir Skylar Scott. Ja, mein Name ist Skylar. Freunde nennen mich Sky. Davon habe ich sehr viele. Ich bin Wild West Performerin und kann gut reiten und mit dem Lasso umgehen. Eine Berühmtheit. Allerdings ist gerade keine Wild West Show in der Stadt. Also,
wer weiß, was Skylar hier so treibt. Und dann haben wir, glaube ich, zwei, die zusammen herumreisen, oder? Gudrun und Hedwig, ist das korrekt? Ja, hin und wieder, kann man das schon so sagen. Ja. Ne? Gemeinsame Aufträge, hat man schon mal. Okay. Und wer seid ihr? Also ich bin Gudrun, ich bin Kopfgeldjägerin von Beruf und ja, was soll ich sagen, auf dem Weg habe ich tatsächlich auch die gute Hedwig kennengelernt und versuche mich so durchzuboxen. Ja, so ähnlich. Ja, durchboxen klingt eigentlich ganz gut. Manchmal, wenn die Muni alte ist, geht man halt mit dem Messer rein. Man kennt's. Ja. Was soll ich sagen? Mit Hedwig. Dem California-Zahnstocher, wie die Messer hier genannt werden. Zahnstocher, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich war Goldsammlerin und ein gemeinsamer Auftrag hat mich dann zu Gudrun gebracht. Ich war eigentlich nie Kopfgeldjägerin. Ich wollte da eigentlich nicht so viel mit zu tun haben. Viel zu viel Konkurrenz. Aber mit Gudrun an meiner Seite hat es irgendwie ziemlich gut geklappt und hat gut Gold gegeben. Und deswegen bin ich hier in dem Saloon und halte ehrlicherweise erstmal Ausschau, ob es nicht irgendwo einen Pokertisch gibt oder so. Da bin ich nämlich einer Koryphäe auf dem Gebiet, würde ich mal sagen. Hab mir damit vielleicht nicht viele Freunde gemacht, aber was halt's. Oh, legt euch nicht mit Hedwig an, sage ich euch. Die zieht euch immer einen Tisch. Selbstverständlich gibt es mehrere Tische, an denen gepokert wird. Es gibt ein Klavier, wo man für ein paar Cent einen Song bestellen kann und Tisch, an dem gepokert wird und allerlei gemischtes Volk. Es ist sehr voll, es ist sehr laut. Leute trinken sehr viel Whisky und Bier und haben Spaß. Ja, wollt ihr ein bisschen pokern? Na, unbedingt. Ja, Gudrun zuckt mit den Schultern, denkt sich, ah ja, ein bisschen Geld hat sie ja, was sie Hedwig geben kann. Okay. Ja, ich würde die erste Runde würde ich ausgeben, ne? Also nur, dass ihr dürft es gerne einmal, aber ich habe natürlich keine Zeit dafür. Also solange ihr nichts anstellt, alles gut. Oh, haben wir jemanden, der Klavier spielen kann? Es gibt einen Klavierspieler, ja. Ja, aber ich schaue so in die Runde von unserer Gruppe. Nein, das ist sein Job, da geht niemand ans Klavier. Naja, nur weil es sein Job ist, heißt ja nicht, dass man das nicht übernehmen könnte. Wenn man... Nein. Okay, ja, also wenn ihr pokern wollt, ist die Frage, ob ihr das, ihr wisst schon, einfach nur spielen oder ob ihr zufälligerweise einen Ass im Ärmel habt. Das müsst ihr vorher entscheiden. Also Gudrun hat einen Ass im Ärmel, weil sonst gegen Hedwig spiele ich nicht fair. Sag ich ihr natürlich nicht. Hedwig weiß das wahrscheinlich auch, aber... Tja, ich habe natürlich immer ein Ass im Ärmel. Okay, wer Ass im Ärmel hat, darf mal Bamboozle würfeln. Bamboozle. Leute reinlegen, lügen, tricksen und so weiter. Man addiert alles, ja? Ja, alles zusammenrechnen. Ich habe 9. Profi... Pen and Paper Spielerin hat natürlich die Würfel auch direkt parat. Ne? So. Was hattest du? 9. 5. 5. Sag doch, ich habe keine Chance gegen ihn. Die Hedwig zockt den ganzen Tisch ab und bekommt einige angenehme Dollar Gewinn über den Tisch geschoben. Allerdings siehst du, dass 2 von den Leuten sind sehr unzufrieden damit. Das sind 2 so Cowboys von den Viehtrieben, die gerade bezahlt wurden und jetzt so in der Stadt das Geld ausgeben. Und die haben mehr verloren, als sie wollten. Und die tuscheln so und stehen in der Ecke und werfen immer wieder Blicke zu Hedwig. Also erstmal schiebe ich Gudrun die Hälfte meines Gewinns zu. Gudrun nickt. Auf Ehre. Grinsend. Auf Ehre. Und indem ich das tue, flüstere ich so, hey, schau mal, siehst du die 2 da hinten? Was ist mit denen? Die sehen ein bisschen garstiger aus. Das heißt, du willst den auch garstiger machen? Nee, ich sag nur, wir sollten sie beobachten. Okay.
Cori, dir fällt auf, während du, das ist sehr viel Arbeit, ne? Es sind sehr viele Leute da, du musst sehr viel ausschenken, darauf achten, dass die Leute nicht irgendwie betrunken Streit anfangen und so, Leute rauswerfen, die da nicht drauf achten. Aber dir fällt irgendwie so im Laufe des Abends auf, dass Daryl nicht mehr da ist. Der kleine Tunichgut hat sich wieder mal davongeschlichen, statt zu arbeiten. Ja, passiert, ne? Das ist nicht der erste Abend, dass Daryl mal wieder abhaut, aber das klären wir dann zu Hause. Also, das ist nichts Neues, tatsächlich. Okay. Und Sky, deine Anwesenheit ist nicht unbemerkt geblieben und du wirst ein bisschen von Fans umlagert, die von dir gehört haben und immer wieder bitten, dass du irgendwelche, du weißt schon, Lasso-Tricks vorführst oder Trickschüsse machst oder so in der Richtung. Mache ich gerne. Ich bin da ja nicht so. Okay, das heizt tatsächlich die Stimmung im Salon noch weiter an. Das heißt, es fließt mehr Whisky, mehr Bier, es wird mehr Lieder, genau, es werden mehr Lieder gespielt, die Kassen klingeln. Cori macht ein gutes Geschäft heute Abend. Draußen hört ihr immer mal wieder so Schüsse, wenn besoffene Cowboys und Cowgirls vorbeireiten und schießen und so weiter. Aber es ist jetzt alles noch in dem Bereich, wo man sagen würde, üblicher Spaß. Also noch bleibt niemand zum Frühstück, was man so sagt, wenn es einen Toten gibt. Was durchaus sein kann, hin und wieder. Okay, ja, der Abend vergeht so ein bisschen mit Pokerspielen und Sky, die ein bisschen Dinge vorführt und Cori, die mit der Arbeit verstrickt ist. Was macht denn Victoria in der Zeit? Ja, Victoria bleibt relativ, also ab von dem Gewusel, aber würde sich halt irgendwie so ein bisschen an die Bar stellen und ein bisschen was trinken, aber alles noch so im Blick behalten von der Seite aus. Ja, du stellst ziemlich schnell fest, dass in dem Saloon sind so ganz grob so zwei Gruppen unterwegs. Auf der einen Seite siehst du die örtlichen Farmer und Rancher, die so, ne, die lokalen Leute. Und auf der anderen Seite siehst du die Viehtreiber, die Cowhands, die Leute von der Eisenbahn und so, die Neuen, die gerade nur hier sind. Und du merkst auch, du hast ja so ein bisschen Ahnung, ne, davon, so wie es mit Streit und Stress und den Frieden bewahrt. Und du merkst, dass zwischen denen durchaus eine starke Anspannung herrscht. Also da ist, liegt ein bisschen was in der Luft. Okay, dann würde ich das mal speziell im Auge halten und würde mich zumindest darauf vorbereiten, dass irgendwann irgendwas passiert. Und noch gibt es in Rapture auch nicht die Regel, dass man seine Waffen abgeben muss. Das heißt, alle, also fast alle, die hier sind, sind auch entsprechend bewaffnet. Dann würde ich auch direkt schauen, ob ich vielleicht also mich so postiere, dass wenn irgendwas passiert, dass ich hinter die Bar mich bekomme, ob ich drüber rolle oder von der Seite rein, das ist egal. Ja, das kannst du machen. So ein bisschen. Das im Auge behalten. Ja, es vergeht noch ein bisschen Zeit. Ne? Also ihr habt Spaß, ihr trinkt Alkohol, was auch immer ihr tut, um einen netten Abend in einem Saloon zu verbringen. Als kurz vor Mitternacht plötzlich die Saloontüren aufschwingen und eine Gestalt darin steht. Es wird ein kurz ruhig, das Klavier hat aufzuspielen, alle schauen rüber. Und dann seht ihr, dass so ein in einem sehr edlen Zwirn gekleideter Mann hereinstolziert kommt. Der hat so nicht so richtig diese Cowboy-Sachen an, sondern eher so Ostküstenkleidung. Und einen Hut in so einer kleinen Krempe. Und diejenigen aus der Gegend hier oder die ein bisschen Ahnung haben, die kennen den. Das ist Gentleman George, einer der gefürchtetsten Ganzlinger in den Arizona Territories. Er kommt an die Bar, hebt den Hut und sagt zu Cori, Ma'am. George, schön, dich wiederzusehen. Na, was kann ich dir heute Gutes tun? Immer eine Freude. Ich nehme den teuersten Whisky, den du hast. Wundervoll. Also wie immer. Ich greife unter die Bar, mache ihm Whisky und schiebe ihn rüber mit einem leichten Schwung. Er schiebt wie immer viel zu viel Geld rüber und sagt, danke. George.
Dann lehnt er sich an die Bar und beginnt seinen Whisky zu schlürfen und dabei mit seinen Adleraugen die ganze Menge zu beobachten. Gudrun tickt Hedwig an und sagt so, Hedwig, hast du gesehen, wie viel Geld er gerade rübergeschickt hat? Ja. Ich glaube, gegen den solltest du mal Poker spielen. Poker? Wir könnten ihn auch abfüllen. Und dann geht ganz zufällig seine Börse flöten. Ja, kannst du probieren. Aber so wie angsterschauderte hier alle waren, bin ich mir nicht so sicher, ob das so gut klappt. In deine Pokerkünste habe ich Vertrauen. Ja, können wir gerne mal machen. Wir können ihm ja einen ausgeben und dann mal schauen, ob er uns einen ausgibt. Okay, wir schlendern da so richtig lässig hin und setzen uns jeweils auf eine Seite und nicken so zu. Ja, er nimmt sich seinen Hut und hebt uns so ein bisschen Ansatz der Ladies. Du heißt George, habe ich das richtig gehört? So nennt man mich hier, ja. Was führt dich in die Stadt, George? Ich bin hin und wieder hier auf der Durchreise. Momentan stehe ich im Auftrag der Trans-Arizona Railroad. Und ihr? Dein Trinken ist ja fast alle, George, sagt Gudrun und guckt zu Cory und bestellt nochmal dasselbe. Ich schiebe nochmal zwei rüber. Und Gudrun bezahlt. Das ist sehr schmerzhaft, was du da bezahlst. Das ist sehr teuer tatsächlich, wenn man das normale Gesöff gewohnt ist. Okay, dann guckt Gudrun selbst. Oder Gudrun bezahlt nicht. Man bestellt einfach. Und guckt George erwartungsvoll an. Nee. So fangen wir nicht an. Nee, Gudrun guckt ein bisschen zerknirscht, aber sie macht es. Okay. Ich schaue dem Geld wehleidig hinterher. Der nimmt den Whisky und stößt mit Gudrun an. Prost. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Und kippt ihn weg. Was macht er? Er kippt ihn weg. Achso, ich dachte gerade. Bringt Glück. Kippt ihn runter. Nein. Also er kippt ihn nicht weg. Ja. Gut. Ja, was bringst du für Neuigkeiten, George, aus Arizona? Naja. Hier wird bald sehr viel Geld fließen. Die Eisenbahn, die Linie ist nicht mehr weit entfernt. Sie arbeiten Tag und Nacht und verlegen die Schienen. Und sobald die Verbindung nach San Francisco steht, werden die ganzen Viehherden von hier aus verschickt werden. Dann wird aus diesem kleinen Kaff hier eine echte Stadt. Dann braucht es mehr als nur einen alten Sheriff, um hier für Ruhe zu sorgen. Oh, das heißt, du suchst hier einen neuen Job? Nein, ich bin für diese Art von Arbeit nicht geeignet. Ich mache das lieber im Privatauftrag. George, unter uns. Wer wird unser neuer Sheriff? Wenn die Eisenbahn erstmal hier ist, dann wird die Trans-Arizona und die ganzen die Meatpacker werden hier bestimmen, was passiert. Dann ist das vorbei mit dem die gesetzlos und Leute vor Ort können entscheiden, was sie wollen. Dann machen das die Leute mit dem Geld aus Boston und Chicago. Was macht dich da so sicher? Weil es immer so ist. Weil ich in den letzten Jahren immer weiter nach Westen gekommen bin, weil die sich immer weiter ausbreiten und immer mehr schönes, grünes, fruchtbares Land unter ihre gierigen Finger reißen. Die bringen auch nur mehr Geld mit, oder? Und durstig sind die auch alle. Ja, mehr Geld, das stimmt. Ruhe und Frieden, wenn man sowas mag. Nichts für mich. Und er wirft so einen Blick auf Gudrun und Hedwig und sagt, und ich glaube auch nichts für euch.
Dann ist das die einzigen Leute, die noch Waffen tragen und an Cowboys erinnern, werden dann so wie die da sein. Und er wirft so einen Nicken Richtung Sky. Oh. Wieso? Ich finde die eigentlich ziemlich schick. Hast du gesehen, was die mit ihrem Lasso anstellen kann? Es ist mir aufgefallen. Aber die ist nicht wie wir. Die ist dafür da, damit die Damen und Herren in ihren Salons an der Ostküste ein bisschen Grusel bei den Geschichten von dem wilden Westen haben können. Und du willst das verhindern? Ich werde nur noch profitieren davon. In dem Moment mache ich so einen richtig peinlichen Trickshot, weißt du, den Klassiker, jemand hat einen Apfel auf dem Kopf. und du mit dem Spiegel. Genau. Ja. So im Spiegel und dann hinter und danach kippe ich einen Whisky runter. Okay. Also. Ich darf jetzt würfeln, ob ich jemanden erschieße, ja? Mach mal, nein. Nein. Tatsächlich, okay. Als du das anlegst und machst, seht ihr anderen, dass George so den Mantel so ein bisschen zurückschlägt über seinem versilberten Colt, den er da an der Seite trägt. Und als Skyler sich gerade fertig macht, zieht George seine Pistole, schießt den Apfel von der Stirn und lässt die Pistole mit so einer superschnellen Drehung wieder in seinem Holster verschwinden. Extrem schnell. Kriegt das nicht mit? Naja, du stehst halt da und bist gerade dabei, so das mit dem Spiegel, mit dem Gewehr zu machen. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ich tue so, als hätte ich geschossen. Tu so, als wäre das meine Leistung gewesen. Die Leute sind auch so betrunken um dich rum, so, yay, yeah, Sky, juhu. danke, ich verbeuge mich. Gut, rumklanzt. Yeah. Ich gucke den Typen ein bisschen abfällig an, weil ich ist so ein Angeber. Korrekt. In dem Augenblick wird die Tür aufgeschlagen, schon wieder. Und wieder kommen alle Blicke zur Tür, die Musik hört auf. Und ihr seht eine junge Frau, eigentlich noch ein Mädchen, eine Teenagerin, die da so im Licht steht und reinkommt. Die hat so die Arme in den Leib geschlungen und sie kommt auf euch zu. Und als sie in das Licht des Salons dreht, seht ihr, dass ihr Blut das Gesicht runterläuft. Und sie kippt nach vorne um und fällt in die Sägespäne auf den Boden. Kenne ich sie? Du bist ja aus der Stadt, du kennst sie. Das ist Rachel, ein Mädchen, mit dem Daryl häufiger zu tun hat. Ich schreie einmal kurz auf, springe über die Bar und sage, Rachel, oh mein Gott, was ist passiert? Und renne zu ihr und beug mich zu ihr runter. Mhm. Als du sie rumdrehst, siehst du, dass sie eine schwere Wunden am Hals hat, am Oberkörper, im Gesicht und dass das Blut so also schon so eine Lache um sie herum bildet. Und sie packt so dein Hemd mit blutigen Händen und sagt, Daryl! Ich mein Sohn! Monster! Monster! Mir fällt alles aus dem Gesicht und stirbt sie da gerade oder ist noch was zu retten? Also sie sieht sehr tödlich verwundet aus. Okay, also da ist nichts mehr zu holen. Also du bist keine Ärztin. Es gibt in der Stadt gibt es eine Ärztin. Es gibt Miss Sheila, die ist Apothekerin und Ärztin. Ich versuche die Wunde am Hals zuzudrücken. Mhm. Ich möchte nicht mein T-Shirt ausziehen. Ich möchte es mit meinen Händen tun. Schade. Was macht der Rest? Also ich würde auch sofort hin und gucken, ob ich noch irgendwie helfen kann. Ich stürme raus, schwinge mich auf mein Pferd und hole die Ärztin. Okay. Dachte schon, du redest jetzt weg. Okay. Reite davon. Und so. Klick Kamera aus. Okay. Du reitest zu der Ärztin. Okay. Victoria ist auch an der Seite. Victoria, du hast ja auch schon Leute mit Schusswunden und so gesehen. Das ist das nicht. Das sieht auch nicht nach Messern oder so aus. Die hat so richtig tiefe, wie zerfetzt, wie gerissene Wunden aufgerissen. Also fast wie so ein Tierangriff oder so. Dann würde ich versuchen, irgendwas noch abzubinden, ob ich so ein Tuch irgendwie an der Seite habe, was ich versuchen würde, aber ich denke mal auch, da ist nicht so viel zu holen. Ich habe halt wenig Ahnung davon.
Okay, also ihr versucht diese Blutung ein bisschen zu stoppen. Was machen denn Gudrun und Hedwig in der Zeit? Ja, ich würde hingucken, würde mein Glas so schwenken, dann würde ich wieder zurückgucken und würde einen Schluck trinken, also kümmert mich nicht groß. Also, was euch beiden auffällt, ist, dass alle gerade dahin gelaufen sind, gucken und niemand an der Bar ist und zum Beispiel guckt, was mit dem Whisky geschieht. Ja, ich würde halt stehen bleiben und die trinken. Wir stehen ja noch bei George. Wie sieht's denn? Ich hab alles in Rechnung gestellt. Wie steht's denn im George Skatebeutel? Also, ist der weit entfernt? George Geldbeutel ist in seiner Manteltasche. Was macht George denn? Steht der immer noch neben uns? Nee, George hat sich auch in die Richtung bewegt. Also. Langsam zwar, aber. Okay, Sky, du reitest, wir reden ja von kurzen Distanzen, das ist ein kleines Städtchen, ne? Es gibt drumherum halt so Zeltstädte und so, aber die Stadt selber ist nicht groß, eine Kreuzung. Du reitest zu dem Office-Haus der Apothekerin und da ist natürlich dunkel um die Zeit. Ich schreie ganz laut. Hallo! Hilfe! Jemand wurde verletzt! Die Tür, also oben, da ist so eine Veranda und da geht so ein Fenster auf und ne, so ein Kopf kommt raus mit so einem Tuch über den Haaren und guckt so runter und sagt, was, verletzt? Was, wo? Eilung! Ich komme! Und dann dauert es nicht lange und die Tür unten fliegt auf und Miss Sheila kommt raus, nur in so einen Morgenmantel gehüllt. Und sie hat so einen Arztkoffer, so eine Tasche in der Hand. Pack sie und sie noch im Laufen. Also das Pferd reitet schon los und ich pack sie so im Vorbeireiten und zurück mit ihr. Wow! Zum Saloon. Okay, du reitest zurück zum Saloon und ihr kommt da an und währenddessen Victoria und Corey, ihr habt die Blutung halt so gut es geht, ne, so zugedrückt und versucht so ein bisschen zu Druck auszuüben und zu stoppen, aber es gibt halt sehr viele schwere Verletzungen. Und dann drumherum so eine Traube von Leuten, der so, was ist denn da passiert? Wer ist das? Warum? Und so. Und also totales Chaos. Und dann kommt tatsächlich Sky mit Miss Sheila an. Die sofort neben Rachel auf die Füße fällt, also auf die Knie und anfängt da den Koffer aufmacht und sofort anfängt da Dinge zu tun, Verbände rauszuholen. Kleidung aufschneidet. Gebt dem Mädchen Luft, zurück, ihr Hunde! Ja, ich mache natürlich den Weg frei und sage, oh mein Gott, also hier, Miss Sheila, bitte übernimm. die nimmt als Erste eine große Spritze mit Opium wahrscheinlich, Morphium, was auch immer, und setzt das an und drückt das dem Mädchen in den Arm. Und die Augen von Rachel verdrehen sich und das Letzte, was sie sagt, ist Daryl. Oh Gott. Ich werde immer nervöser, panischer, weil sie es jetzt schon das zweite Mal ausspricht, springe auf und rufe, ich muss meinen Sohn finden und würde als Erstes nach draußen, wo Rachel auch herkam, nach draußen vor die Tür treten. Vor den Saloon. Okay. Ja, draußen ist es dunkel, ne? Das Licht aus den Saloons und den Häusern da in der Straße fällt so auf diese zerfurchte, also Straße ist einfach nur zwischen den Gebäuden, da ist jetzt nicht gepflastert oder so, sondern das ist einfach so ein Wagenspuren und Hufspuren und so. Aber du siehst tatsächlich, dass so eine Blutspur diese Hauptstraße entlang führt. Ist es viel Blut oder ist es, also... Ja, es ist schon viel Blut, ja. Also deutlich zu sehen. Dann würde ich nochmal in die Bar reinsprinten und würde ganz laut rufen, Leute, irgendwas stimmt hier gar nicht. Das ist nicht wie sonst. Rachel ist auch noch einfach eine Jugendliche. So, wenn hier jemand ermordet wird, dann kommt immer mal vor, aber nicht an Kindern. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Kommt irgendjemand mit mir? Draußen, die Blutspuren gehen meterweit. Ich brauche Hilfe. Während ich das sage, trete ich hinter meine Bar, hole meine Schrotflinte und laufe wieder Richtung Ausgang. George hebt die Hand und sagt, ich bin dabei und ein Silberdollar für alle, die mitkommen. Gudrun gelobt alles runter und geht hinterher. Also ich wäre schon auch auf dem Weg, bevor er das gesagt hat.
Ja, es bildet sich eine kleine Posse, die sich um Corey versammeln, die an der Spitze geht. Und alle, also da ist irgendwie, alle wissen, dass es um Daryl zu gehen scheint. Deswegen hat Corey so ein bisschen die Führerschaftsrolle bekommen. So. Ja, wir laufen der Blutspur nach. Mhm. Die Spur führt diese Hauptstraße entlang. Und dann wird es ein bisschen schwierig, weil dann wird es ziemlich dunkel, weil da kein Licht mehr von den Häusern ist, sondern es geht halt so raus aus der Stadt durch so Zelte, die da aufgebaut sind, wo die ganzen nicht festen Bewohner der Stadt leben. Das heißt, um dieser Spur zu folgen, könnte mal jemand von euch tracken würfeln. Mach ich das, weil ich vorne bin? Warte mal, lass mich kurz. Also ich bin da auch nicht schlecht drin. Hat da jemand Blutspur gesagt? Also, okay, du findest diese Spur und folgst ja so ein bisschen, aber es kommt relativ langsam voran dadurch, weil du bist nicht so super gut darin und das ist nicht so deine Expertise. Und Hedwig, also du siehst diese Spur immer schon ein ganzes Stück weiter und bist schon sehr ungeduldig. Ja, ich schüttel nur so im Kopf, als ich Corey sehe und denke mir, einmal mit Profis. Und fange schon an, so selber nach den Spuren zu gucken. Okay, also Hedwig ist bald ein ganzes Stück vor euch voraus und scheint diese Spur besser zu sehen. Ja. Okay. Sie führt aus der Stadt und aus den Zelten vorbei auf so eine von diesen Weiden außerhalb der Stadt. Und dort gibt es so einen kleinen Fluss, Perdition Creek, der läuft draußen vorbei. Und an diesem Creek gibt es so ein Hügel, ist so viel gesagt, so eine leichte Erhebung da drauf, ist so eine alte Weide. Und die läuft auf diese alte Weide zu. Und die aus der Stadt, die kennen diese Weide auch. Da treffen sich die Leute, die kein eigenes Zimmer haben, wenn im Sommer der Hafer sticht, um sich dort ein bisschen zu vergnügen. Und da endet die Spur, oder was? Oder? Führt darauf zu erstmal. Okay. Also wenn wir wirklich die Stadt verlassen, würde ich aber, glaube ich, vorher mein Pferd holen, bevor wir die Stadt wirklich verlassen haben. Also es ist tatsächlich das direkt hinter der Stadtgrenze. Also du kannst dein Pferd wirklich holen, genau, aber das ist wirklich so nur ein Stück vor der Stadt, also okay. 200, 300 Meter im Prinzip. Ja, ihr folgt dieser Spur bis zu dieser Weide und stellt fest, dass sie dort endet und dort ist der Boden total aufgewühlt. Es hat dort eine Art Kampf stattgefunden. Ihr seht Blutspritzer. Ein echter Kampf oder so ein Sommerkampf? Also erst das eine, dann das andere, würdest du sagen. da sind auch so Blutspritzer an dem Baum hoch und so. Und sieht ziemlich übel aus. Okay, ich schaue mich um, ob ich irgendwas sehe, ob die Spur irgendwo weiterführt. Keine Spur von Daryl. Und tatsächlich seht ihr, dass so Spuren tiefer in diese Weide, in Richtung dieser Prärie führen. Aber, also Hedwig, es ist mitten in der Nacht, den Spuren zu folgen, nachts ist relativ sinnfrei. Ja, also ich kann es auch nicht unbedingt mehr erkennen. Tatsächlich sollten wir vielleicht entweder am nächsten Morgen gucken gehen oder hat jemand eine Lampe? Ja, ihr habt Lampen dabei, also Fackeln und Lampen. Also, aber man kommt halt nachts kaum, also man kommt damit nicht schnell genug voran. Das ist sinnfrei, ja, den Spuren nachts zu folgen. Ja, ich sage, wie es ist. Können wir aber lieber nochmal drüber schlafen. Sohn. Also, wir können jetzt hier nicht einfach abbrechen. Also, sie hat ja sehr klar, also ich würde jetzt nochmal schauen, ob ich ihn im Dorf irgendwo finde, aber ist, also wir müssen Suchtrupps zusammenstellen für die Nacht. Wir müssen uns aufteilen, wir müssen meinen Sohn suchen. Ei, sagt George. Ja, weiß denn jemand, wo sie herkam? Wissen ihre Eltern, Familie, wer auch immer, wo sie gerade unterwegs war? Ja, ja. Sie ist hier aus dem Dorf, sie ist eine von uns. Ja, schon, aber wo kam sie denn her, bevor sie in den Saloon kam? Von hier.
Ihr seid der Spur gefolgt. Hedwig, das ist jetzt... schon, wie viel Whisky hast du dir jetzt geklaut unter der Bar? Was ihr versteht mich nicht. Hm. Ich meinte, ob Leute denn wissen, wo sie hingegangen ist, ohne dass wir jetzt unbedingt dieser Spur folgen müssen. Ach so. Vielleicht wissen die ja Bescheid und sie wollte irgendwie auswärts, keine Ahnung, wohin. In die nächste das Stadt. Hier ist, also hier ist halt, das Feld, da spielen die, glaube ich, manchmal oder so. Also es sind halt Jugendliche, also ist jetzt wenn kein sagt, lach ich Ort. Laut. Was? Wenn du es sagst, so. Lache ich laut. Das Spiel, ja, das ist Weide, an der Weide spielen sie mit Sheila und Patient. Mhm. Palazzo-Tricks okay. üben und so. Naja, hätte ja sein können, dass jemand weiß, mit wem sie dort war. Wenn sie mit Daryl dort war, können wir da das sicher sein. Das ist jetzt gar nichts zur Sache, also... Also ich will jetzt nicht panisch werden, aber also ihr wollt ja jetzt nicht schlafen gehen, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Es ist nun mal so, dass es im Dunkeln wenig Sinn ergibt, weiter zu suchen, weil man sehr, sehr langsam vorankommt. Es ist gefährlich in der Nacht. Sprich, man könnte die Suche auch auf den Morgen vertagen. Das ginge wahrscheinlich schneller. Ja, aber besser wir kommen langsam voran als gar nicht die ganze Nacht, oder? Also hier geht es ja um wenig Zeit, es kann ja jederzeit passieren, dass Daryl, glaube ich, war der Name, stirbt. Ich meine, also, ihm was vielleicht ein bisschen zustößt. Liegt im Rahmen der Möglichkeit, ja. Ha, seht ihr, also Hand hoch, wer die Nacht mit mir noch meinen Sohn suchen möchte. Wer da noch dabei ist, wir teilen uns auf. Ich möchte alles durchkämmen, ich würde erst ins Dorf gehen, vielleicht... Interpretieren wir das hier falsch, aber wir haben schon... Ich weiß nicht, ob Rachel überhaupt noch lebt, während wir hier reden. Und wir halten hier einen Kaffeeplausch. Ich helfe gerne weiter mit. Ich wollte es nur gesagt haben, um keine falschen Hoffnungen zu erwecken. Okay, gut. Der George sagt, der Silberdollar gilt noch. Wer mithilft bei der Suche nach Daryl? Ja. Dann gehen wir zurück Richtung Dorf und suchen alles ab. Vielleicht pennt er nur in irgendeiner Scheune oder so. Ja, lasst uns aufteilen und in alle Häuser einmal reinschauen. Ich gehe in meine Bar und würde erstmal bei uns schauen. Vielleicht ist er auch schlafen gegangen, weil er erschöpft war oder so. Klar. Okay, also du kehrst zurück in die Bar und stellst fest, dass ist alles ziemlich leer. Die meisten damit auf die Straße raus und Daryl ist nicht zu Hause und er findet es auch nicht irgendwie im Schuppen hinter der Bar oder im Hof oder so, sondern keine Spur von ihm. Was hier allerdings auffällt, ist, dass irgendwer die gute Gelegenheit genutzt, um dir die Kasse auszuräumen. Ja, das ist mir heute, also Tageseinnahmen, das ist, übersteigt gerade nicht den Wert meines Sohnes. Gut. Und es bildet sich ziemlich schnell in der Stadt eine so mehrere große Gruppen, die mit Fackeln und Laternen umherlaufen, in alle Ställe gucken und überall rumsuchen und Leute in den Zelten aufwecken und so weiter. Also ich hatte das ziemlich schnell zu großen Teilen auf den Beinen. Es verbreitet sich schnell diese Kunde von Rachel und den Verletzungen und so. Und der Sheriff taucht auf. Sheriff Hunt ist ein Mann mit einem gewaltigen weißen Schnauzbart, den alle meistens den Texaner nennen. Der schnell das Kommando an sich reißt und Leute umherschickt und selber diese Suche auch mitmacht. Keine Sorge, Miss Levine, wir werden Ihren Sohn finden. Sheriff, das ist sehr beruhigend, dass Sie hier sind und uns bei der Suche unterstützen. Es war bestimmt irgendeine Bestie von diesen Herumtreibern, die sich hier niedergelassen haben in letzter Zeit. Das arme Mädchen. So, haben Sie was von Rachel gehört? Wie geht's ihr? Miss Sheila hat sie mit in ihre Apotheke genommen. Sie sagt, sie weiß nicht, ob sie die Nacht überstehen wird. Oh, das ist furchtbar. Sehr furchtbar. Aber ihr kennt das ja, diese Leute, Herumtreiber, Vagabunden, nicht besser als Tiere. In Texas hätten wir längst irgendwo einen Baum aufgeknüpft. Richtig so. Also ich würde, glaube ich, sogar am ehesten bei diesem Feld bleiben und da trotzdem rumschauen und vielleicht rumhören, ob da irgendwas ist. Du hörst dann nichts, aber tatsächlich diese Spuren, die ihr da findet, die sind für dich sehr krass. Also wenn du sie genauer anschaust, das sieht unfassbar brutal und blutig aus. Also wie so ein Angriff durch ein wildes Tier oder so.
Das Blut ist wirklich einen Meter hoch, diese Weide hochgespritzt. Gudrun gesellt sich zu Victoria und nickt ihr so zu, weil die sich auch schon kennengelernt haben bei manch einer Kopfgeldjägerjagd. Siehst du irgendwas? Auffälliges? Ich glaube, bis auf das Offensichtliche. Also ich glaube, das ist alles ziemlich auffällig. Ich würde gerne wissen, aber ich weiß nicht, wie ich das hier ausmachen soll. Ich sag mal, von wo das Blut stammt, ob das aus, also das sieht wahrscheinlich zu viel Blut aus für eine Person. Das ist sehr schwer zu sagen, natürlich. Ist ja nicht CSI Wild West. Aber es ist sehr viel Blut geflossen, definitiv sehr viel Blut. Ja, also ich weiß nicht, was hier genau passiert ist. Ich würde gerne sehen, wohin dieses Biest oder was auch immer das hier war, verschwunden ist. Weil das muss ja auch eine Spur hinterlassen haben, wenn das nur hier in diesem Blut drin war. Es gibt Spuren, die wegführen, genau. Ja, die würde ich mir anschauen. Schleifspuren, immer mal wieder auch blutig. Als hätte jemand oder etwas einen Körper über den Boden geschleift. Dann würde ich da nachschauen. Und gucken, wie weit ich komme. Ja, du kannst den Spuren folgen. Das muss tatsächlich, du kommst halt super langsam voran bei Nacht. Du kannst nicht reiten groß auf freiem Feld, mit wo lauter Löcher von Kaninchen und so weiter sind, um dein Pferd zu gefährden. Das heißt, du musst zu Fuß gehen, du musst mit der Lampe gehen. Man kommt echt nur sehr, sehr langsam voran und du merkst ziemlich schnell, also du kannst natürlich die Nacht versuchen durchzumachen, aber du wirst nicht so weit kommen, dass du am nächsten Morgen dann nicht müde und unfit, dass sich das lohnt. Tatsächlich ist wahrscheinlich besser, am nächsten Morgen ausgeruht und schnell unterwegs zu sein, als jetzt langsam und gefährlich. Mein erster Guess wäre natürlich, dass irgendein dummer Jugendstreich oder irgendein Trick oder so schiefgegangen ist. Naja, das passiert ja häufiger so. Dann lass mal Trick. Shows. Ne? Also, wenn die Leute nicht so geübt sind wie ich, dann kann da schon mal schnell was schief gehen. Sehe ich denn da irgendwie so, weißt du, so Lasso-Reste oder Schießspuren? Du siehst tatsächlich überhaupt keine Spuren von Feuerwaffen. Das hätte man vielleicht auch gehört da draußen, wobei natürlich Schüsse in der Stadt nicht so ungewöhnlich sind. Hier wurde nicht geschossen. Und diese Wunden, die du gesehen hast bei dem Mädchen, das waren auch keine Schusswunden und auch keine, ihr kennt das ja, ne? Ihr habt so Messerwerfer, die so Trickwürfe machen und so. Mhm. Und da geht schon mal was daneben und dann hat die Frau halt irgendwie so ein Messer irgendwo stecken. Aber ja, das sind halt immer relativ klare Schnitte und das war wirklich wie zerfetzt. Ja, dann ist Skylar auch mit ihrem Latein am Ende. Ja, irgendwann, also die nächsten ein, zwei Stunden vergehen damit, dass Leute die Stadt durchkämmen und irgendwann treffen sich diese großen Gruppen so grob wieder in der Mitte bei der Kreuzung, wo auch der Saloon ist. Und der Sheriff kommt zu Curry und sagt, keine Spur von Daryl, meine Liebe. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir stellen eine Posse zusammen. Wir reiten mit dem ersten Licht des Tages los. Wir folgen den Spuren und wir bringen zur Strecke, was auch immer das für eine Bestie war. Und in dem Augenblick kommt Miss Sheila raus und sagt, es muss ein Bär gewesen sein oder ein Wolfsrudel. Kein Mensch kann solche Wunden verursachen. Aber wir haben doch gar keine Meldung über einen Wolfsrudel in letzter Zeit, oder? Nein. Aber was hat sie? Hat sie etwas gesagt? Sie hat Daryl und Monster oder so gesagt. Monster? Ein Monster? Vielleicht doch ein Bär oder so. Vielleicht. Dann, ja, wenn wir jetzt gar keine andere Wahl haben, dann würde ich versuchen, wenigstens mich hinzulegen für ein paar Stunden, bis wir uns wieder treffen. Mhm. Inzwischen ist es auch schon so 2 oder so, nach 2. Das heißt, die Sonne geht auch jetzt in 3 Stunden auf oder so. Ist nicht mehr so weit. die anderen, also ihr kriegt so mit, dass sich schnell Gerüchte verbreiten. Draußen im Dunkeln, da lauert irgendwas. Eine Bestie, ein Monster.
Klingt nach einem Auftrag. Klingt wenig beunruhigend. Angst ist für die Schwachen. Ja, solche Gerüchte sind jetzt nicht unbedingt neu. Denkst gut rum und sucht sich irgendwo einen Strohballen, auf den sie sich hinhocken kann und tut ihren Hut über den Kopf und versucht auch zu pennen. Okay. Ich würde dann auch da in der Nähe bleiben. Mhm. Es werden tatsächlich Leute stellen Wachen auf und beginnen irgendwie so, ne, so kleine Gruppen mit Gewehren, die sich auf Dächern auf die Lauer legen und so. Es wird immer wieder mal geschossen, weil irgendjemand einen Schatten irgendwo sieht, der sich dann als irgendwas anderes herauspuppt. Und einem armen Cowboy wird im Outhouse des Saloons in den Hintern geschossen, weil jemand dachte, dass dort ein Bär rumschnüffeln würde. Aber sonst vergehen die nächsten Stunden relativ ruhig und mit dem allerersten Licht des Tages, ne, so ganz leichtes Grau im Osten, geht der Sheriff durch die Stadt und schießt mehrfach mit seinem Remington-Gewehr in die Luft, um Leute zusammenzurufen. Und an seiner Seite ist Mr. Jeremiah Worthington, der Vertreter der Trans-Arizona Railroad. Auch in so einen feinen Zwirn gehüllt, mit einer Melone auf dem Kopf. Also eine Gruppe von Leuten sich da auf der Mitte versammelt, sagt der Sheriff, Mr. Worthington von der Eisenbahn möchte einige Worte an euch richten. Und der tritt vor und sagt, die Sicherheit von Rapture ist der Eisenbahn besonders wichtig. Deswegen lobe ich $500 aus für den Pelz der Bestie. Was immer das auch für eine Kreatur war, was für ein Monster so draußen in der Prärie lauert. Wer es zurückbringt, ist ein reicher Mann oder eine reiche Frau. Klar, es geht um Geld. Aber mir geht es um meinen Sohn. Also wer ist dabei? Du siehst auch gleich, dass einige Gruppen von Cowboys und sonstigen Leuten beginnen aufzusatteln und loszureiten, offensichtlich nicht mit dem Gedanken, Daryl zu retten oder zu kümmern, sondern nur auf die Jagd zu gehen. Ja, bevor ihr euch alle aufmacht, ich würde noch ein paar Dollar drauflegen für denjenigen, der mir meinen Sohn zurückbringt. Egal, ob tot oder lebend. Also bringt ihn nicht um, aber wenn die Bestie ihn schon umbringt. Ja, das hättest du nicht sagen dürfen. Richtig gute Frage. Das muss man bei den Kopfgeldjägern immer genau spezifizieren, weil sonst. Ich schaue so Gudrun an. Mhm. Gudrun nickt also, Hedwig und auch Victoria zu. Der Sheriff dreht sich zu euch um und zu Victoria vor allen Dingen und sagt: Ich hätte euch gern bei meiner Posse dabei. Ich glaube, wir gehen da andere Wege. Ich werde Miss Levine, Mrs. Levine begleiten. Miss Levine? Miss Levine. Um ihren Sohn zu finden. Dann gehen wir wohl die gleichen Wege. Gut. Aber egal. Wer hat das jetzt gesagt? Der Sheriff oder der? Der Sheriff. Okay. Ist Georgia auch? George ist auch da und George gesellt sich zu euch und sagt, ich werde ebenfalls mit Ihnen reiten, Miss Levine. Ich schaue zu den anderen drei und nicke ihnen zu, auffordernd. Gudrun nickt zurück. Und macht sich auf. Und dann kommt eine Frau angelaufen, die so ein etwas rüschiges Kleid trägt und so einen großen Lederkoffer an der Seite hat und sagt, halt, Sheriff, halt, ich komme mit. Und die aus der Stadt, die kennen sie, das ist Henrietta McPherson, eine Reporterin vom Rapture Register. Und es kommt zu einem kleinen Streitgespräch zwischen der Reporterin und dem Sheriff, weil er sie nicht dabei haben will, aber sie darauf besteht. Und es läuft darauf hinaus, dass sie mitkommt am Ende, weil niemand kann sie daran hindern. Cool. Also, eine kleine Gruppe von Leuten sattelt dann schließlich auf. Also, wir haben Gudrun und Hedwig und Victoria, die Kopfgeldjägerinnen,
Sky, das prominenteste Mitglied der Posse, Cory, die Mutter des Vermissten. Wir haben den Sheriff, Hunt. Wir haben Gentleman George und Henrietta McPherson. Die Reporterin, gilt da auch die Regel, tot oder lebendig wiederbringen? Oder? Ja. Ich will nicht als Aufpasser hier agieren. Wir sind alle nicht als Aufpasser Ding hier. Und ihr macht euers. Die Reporterin guckt sich an, zieht die Augenbrauen zusammen und sagt, niemand muss auf mich aufpassen und schreibt so 2-3 Sätze in ihr Notizbuch. Du stehst auf meiner Liste. Bevor wir aufbrechen, sollten wir allerdings okay ein Foto machen. Oh, ich schmeiß mich sofort in Pose. Mitgezogener Waffe. Sie baut ein ihre Foto? Ja, selbstverständlich. Sie baut ihre Kamera auf und ruft euch für ein Gruppenfoto zusammen. Gudrun ignoriert das und zappelt ja, ihr Pferd. Ignoriere das auch. Ich steig auf. Ich steige auf mein Pferd. Dann gibt's halt schon mal meine Klamotten. Nur ein Foto von Sky. Na, ich zucke mir den Schultern und muss mich neben Skyler dazustellen. Okay, Sky und Hedwig werden fotografiert. Ich sehe schon die Schlagzeile erkannt. Und der George auch. Und der Sheriff auch. Also sind so. Während die ein Foto machen, versuche ich George was aus der Tasche zu ziehen. Okay, mach doch mal ein Annex-Roll. Annex ist ein Slang für stehlen. Oh. Ja. Oh. Eine 6. Eine 6. Ja, du versuchst die Tasche zu greifen und seine Hand zuckt herunter und packt deine und sagt, hält die so fest und sagt, die Spielchen sollten wir doch für das Camp heute Abend lassen, nicht wahr? War nicht ernst gemeint. Mach dich locker. Dann okay, aufgesattelt und losgeritten, nicht wahr? Okay, ihr reitet hinaus zu der Weide und bei Tageslicht, ne, bei dem, also jetzt das Grau des Morgens, könnt ihr diese Spuren viel besser verfolgen und die, die ein bisschen Tracking haben, sehen tatsächlich, dass dort ja wahrscheinlich ein Körper über die Erde geschleift wurde. Also von viel mehr Spuren sind nicht zu sehen, außer diese Schleifspuren. Außer, dass da immer mal wieder auch Blut auf dem Boden und auf den Pflanzen ist. Ja, ich bin hinter Gudrun und reihe mich mit meinem Pferd so ein bisschen hinten ein oder nebenein. Mhm. Ich laufe neben der Reporterin und erzähle ihr die ganze Zeit, wie krass geil ich bin. Ja, die schreibt die ganze Zeit mit und sie hat ja schon gehört und so von dir. War auch so richtig unpassende Bemerkung, so hier an dieser Schleifspur erkennt man ganz klar, dass es hier, sich hierbei um den Körper eines Jungen handelt, was einfach alles komplett erstunken und zusammenfantasiert ist, aber damit ich so richtig, ne? Gudrun rollt richtig mit den Augen und treibt ihr Pferd ein bisschen an, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Okay. Ihr kommt ganz gut voran tatsächlich. Die Sonne geht auf und schnell beginnt die berühmte Hitze des Backofens von Arizona wieder zu brennen. Und ihr wisst alle, heute werden es wahrscheinlich gut über 40 Grad werden dort draußen. Zum Glück haben fast alle einen Hut auf. Nicht gut für die Frisur. Okay, und ihr reitet hinaus. Der Sheriff bleibt vorne, der ist relativ still. Und Gentleman George reitet neben Miss Levine und versucht sie so ein bisschen, also zu trösten, das falsche Wort, ihr Hoffnung zuzusprechen. Dieses Monster hat Daryl mitgenommen, das heißt, wahrscheinlich lebt er noch. Ich denke, sonst hätte es direkt vor Ort gefressen. Daryl ist schnell. Vielleicht ist er auch entkommen und einfach gerannt. Und dann das stimmt. Vielleicht finden wir ihn einfach versteckt irgendwo. Und diese Spur manche ist. Manche Tiere spielen auch gerne mit ihrer Beute, so wie Katzen. Gut, Gudrun, ich schwöre, ich erschieße dich noch. Gudrun, es ist auf jeden Fall richtig suspekt, was der Dude da die ganze Zeit von sich gibt, weil sie ganz genau weiß, bei der Menge Blut, die da verloren gegangen ist, ist der nicht mehr weggelaufen. Hm. Also ich bleibe auch zustimmen. Ich bleibe auch in der Nähe von Gudrun und halte mich so ein bisschen von diesem Sheriff fern.
Ich würde zu Victoria rübergucken, weil ich fühle den Vibe, dass man den Herren, die sich da uns angeschlossen haben, irgendwie nicht so richtig trauen kann. Und ich würde sie fragen, sag mal, ein Monster? Sowas haben wir doch noch nie gesehen. Noch bei keinem Auftrag. Und wir haben echt schon wilde Sachen gesehen. Könnte das nicht irgendwie ein Grizzly oder so gewesen sein? Ich denke, das war ein Grizzly. Also das Monster ist auch. Also was für ein Monster soll das sein? Es gibt wahrscheinlich, wurde es einfach sehr spät und man hat zu viel getrunken und dann sieht wahrscheinlich auch eine Katze aus wie ein Monster. Nur, dass eine Katze so ein Blutbad eher unwahrscheinlich anrichtet. Das ist richtig, da wäre Victoria dann wieder eher der Bär. Mhm. Wieder. Ja. Ich wollte nur betonen, wie sinnvoll das ist, auf eine Person zu hören, die vielleicht angetrunken war. Also, Cory, du hörst hinter dir, wie sie darüber spekulieren, welches Tier deinen Sohn gerissen hat. Ich möchte mich dazu nicht äußern, aber ich habe meine Schrotflinte dabei und ich warte auf den Moment, wo sie es übertreiben. Okay. Der Sheriff, und also Gudrun treibt euch ein bisschen an, der Sheriff gibt auch immer sehr gutes Tempo vor. Die Spur ist tagsüber nicht schwer zu verfolgen, das kann man auch im schnelleren Ritt machen. Und die führt so relativ gerade auf die Prärie raus, über die Weiden hinweg. Und so am Morgen, so nach 2-3 Stunden, als die Sonne schon höher steht und es unangenehm warm wird, seht ihr in der Ferne eine Rauchwolke aufsteigen. So eine Rauchsäule. Ja, ist die hell oder ist sie dunkel? Dunkel. Leute, da vorne qualmt irgendwas oder raucht irgendwas. Ach was. Seht ihr das? Sieht einer Brand aus. Ich erhöhe das Tempo und reite auf diese Wolke zu. Mhm. Tatsächlich führt die Spur auch in die Richtung und einige von euch kennen sich in der Gegend hier durchaus aus. Da vorne liegt die Bell Farm. Das ist die größte Farm der Gegend, Schaffarmer hauptsächlich von der Bell-Familie, die hier den größten Einfluss haben, weil sie das meiste Land und die besten Wasserrechte haben. Ich glaube, das ist genau bei der Bell-Farm hier, von der Familie Bell. Habe ich überhaupt jemand noch bei mir, der sich hier auskennt? Sheriff, das ist doch die Bell-Farm da unten. Wir reiten vorbei und wir fragen Nick Bell, das ist der Familienvater, ob sie was gesehen haben. Als ihr näher kommt, drauf zureitet, seht ihr, das ist so eine größere Farm, mehrere Gebäude, ein großes Hauptgebäude, ein Stall, mehrere Outbuildings. Und ihr seht so eine Weide, auf der einige Schafe liegen. Als ihr näher kommt, seht ihr fest, dass diese Schafe gerissen wurden. Da ist überall Blut. Sprich für Grizzly. Ja, oder doch Wölfe, ne? Oder Wölfe. Sehe ich irgendwie, kann ich da mal gucken? Es kommt mir das bekannt vor. Ich meine, ich habe sicherlich in all meinen Aufträgen auch schon mal irgendwelche Wolfs- oder Bärspuren gesehen. Fell könnte umherliegen. Du willst, mach mal einen Tracking-Wurf. Mhm. 7 und 4 sind 11. 11, hervorragend. Du findest viele Spuren, aber du findest keine Spuren von Bären oder Wölfen. Der Boden ist sehr aufgewühlt und diese Verwundung der Schafe, auch denen wurden die Kehlen herausgerissen, die Hälse gebrochen, die Leiber aufgeschnitten, aufgefetzt. Aber auf dem Boden findest du keine richtigen Spuren von einem Bär oder so. Boah, stinkt's hier. Ich würde das den anderen mitteilen. Fliegen kreisen überall, dicke, fette Fliegen sirren da herum. Ihr hört noch so ein Blöken von einem Schaf, das verletzt ist, aber noch nicht tot. Also das Gute ist, so viel Blut, wie hier schon wieder
auf dem Boden fließt, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass das nicht unbedingt das Blut von deinem Sohn war, was wir gesehen haben. Es könnte auch von einem Tier gewesen sein. Ja, aber da lagen ja keine Kadaver. Also das ist ja, der heißt, es ist ja ein Blutbad und auch noch alles zurückgelassen. So. Also das eine Schaf da hinten, das lebt ja noch halb. Also ich würde das Schaf erschießen. Mhm. Bam! Der Schuss hallt über die Ebene. Wende angewidertes Gesicht ab. Die Reporterin beginnt, ihre Kamera aufzustellen und Fotos zu machen. Sehen wir, wie weit ist denn jetzt die Rauchwolke weg von uns? Oder ist das ganz, genau die ist ganz in der Nähe, weil diese Gebäude sind ganz in der Nähe und das ist so hinter dem Hauptgebäude steigt diese Rauchwolke auf. Also okay, Wolke. Ich reite an den Schafen vorbei, weil ich obviously nicht, also ich weiß nicht, was wir da noch sollen. Das heißt, ich reite ohne die Gruppe oder reite einfach nee, der Sheriff und Gentleman George kommen mit. Die hat da die Kamera aufgestellt. Ich mache vor der Kamera ein tapferes Gesicht und tue so, als würde ich Spuren suchen. Ja, das macht sie sehr viele Fotos von dir. Ich würde euch raten, nicht zu viel Lärm von euch zu geben. Sie guckt Victoria augenrollend an, weil wir nicht wissen, was dort auf uns wartet. Als du um das Gebäude herumreitest, Cory, also das Erste, was dir auffällt, ist, normalerweise müsste hier viel los sein, ne? Also hier müssten Leute arbeiten, sich um die Schafe kümmern und so weiter. Du siehst aber niemanden. Die Tür des Haupthauses ist auf und der Wind lässt sie so klappernd immer wieder auf und zuschlagen. Als du dort rumreitest, dahinter ist so ein, da ist so ein Schuppen, größerer Schuppen, kleine Scheune und die ist niedergebrannt und qualmt noch so vor sich hin. Ich reite zu der Hütte ran und schaue, ob ich irgendwas sehe. Als du heranreitest, siehst du aus diesen eingestürzten Balken, ne, rußig, schwarz, alles verbrannt, siehst du so zwei Beine herausragen, die schlimm verbrannt sind. Erkenne ich die Beine? Nein. Also auch nicht die Schuhe von meinem Sohn oder so? Nein, das ist nackt tatsächlich. Ich schaue mich um zu prüfen, ob die anderen denselben Blick wie ich haben oder ob ich sie darauf hinweisen muss. Naja, die sind so ein bisschen verteilt tatsächlich. Einige suchen Spuren, andere posieren für Fotos. Okay. Der einzige, der bei dir ist, ist Gentleman George, der sofort aus dem Sattel springt, sein Gewehr aus dem Holster an dem Sattel zieht, durchlädt und es so an der Schulter hat und so da auf diese Scheune zugeht, jetzt die verbrannte Scheune. Ich springe auch ab und nehme meine Schrotflinte aber eher locker in die Hand, weil ich jetzt keine Gefahr sehe, dass da gerade jemand, also es ist ja niedergebrannt und da sind zwei Beine, die sich obviously nicht mehr bewegen. Das heißt, ich laufe neben ihm, möchte aber schauen, ob diese Beine noch einen Körper dran haben oder irgendwas. Und wie die Verfassung jetzt von demjenigen. Tatsächlich haben sie einen Körper dran, aber der ist so schlimm verbrannt, dass du nicht mal mehr erkennen kannst, wer das gewesen sein könnte. Das ist so von dieser einstürzenden Scheune begraben und dann in den Flammen verzehrt worden, zum größten Teil. Oh Gott, was ist hier passiert? Was? Würfel doch mal Grit, bitte. Grit. Sorry. 12. 12. Du kannst den Anblick. Nee, 11, Entschuldigung. 11 ist auch gut. Du kannst den Anblick gut wegstecken. Also die Sorge um deinen Sohn sorgt dafür, dass dir das nicht so nahe geht. Du kannst das irgendwie, ne? Also du kannst damit umgehen, besser als du gedacht hättest. Was machen denn Gudrun, Hedwig und Victoria? Man hört dich nicht. Dein Mikro ist aus. Hört, ja. Auch, ja. Ja. Das mache ich actually. Ich stehe in der Gegend rum und wummel vor mich her. Okay. Also ich würde nach Spuren suchen oder so, die auch wieder weiterführen könnten. Mhm. Du beginnst da zu suchen und stellst fest, dass hier auch der Boden ziemlich aufgewühlt ist. Hier sind eine Menge Leute rumgerannt, also es ist gar nicht so einfach, was zu sehen. Und okay. Du siehst aber so eine Blutspur, die zu dieser Tür von dem Haupthaus führt. Entweder herein oder heraus, schwer zu sagen. Dann würde ich dahin gehen. Mhm. Gudrun geht hinterher. Der Sheriff kommt mit. Und als er vor der Tür steht, sagt er, zieht seinen Revolver und stellt sich vor euch und schaut in diese Tür rein.
Ich roll die Augen, merklich. Das sieht er nicht, er hat den Rücken zugewandt. Und er guckt so rein und geht so einen Schritt vor und mit einem Mal ertönt ein lauter Schuss und er wird nach hinten geschleudert und fällt vor euch in den Staub und überschlägt sich so. Gudrun ist sofort in Alarmbereitschaft. Entschuldigung. Ja. Und alle hören den Schuss aus dem Gebäude. Ihr hört den Schmerzensschrei des Sheriffs. Ich höre den Schuss und renne an die Vordertür zu euch. Mhm. Ja, ich würde rufen nach drin, so, wer ist da? Also, wie so ein Horrorfilm. So. Kriegst bestimmt gleich eine Antwort. An. Ja, kann ja sein. Es ertönt wieder ein Schuss, ne? So in diese Tür, in den Türsturz schlägt so eine Kugel ein, Holzspritze in alle Richtungen und du hörst so jemanden, weg, weg, Teufel, Teufel! Wir sind nur hier, um zu helfen. Ja, würfel doch mal Ballyhoo. Leute überzeugen. Ballyhoo. Oh, Ballyhoo. 12. 12. Ja, also du kannst redest beruhigend auf diese Person ein und dann hörst du irgendwann so ein leises Wimmern und so ein Weinen und so Monster, der Teufel. Ist alles okay? Können wir dir irgendwas Gutes tun? Wir sind keine Monster, wir sind du kennst mich bestimmt, ich bin Cory, mir gehört unten die Tränke. Gehört unten die Bar. Darf ich reinkommen? Keine Waffe. Ich hab nur eine Schrotflinte dabei. Genau. Nur die tödlichste Waffe im Anschlag. Ja, also keine Waffe. Ich stehe hinter Cory und würde so die Hand ausstrecken, dass sie mir in die Hand geben kann. Ich passe noch auf. Ich seufze und gebe meine Waffe weiter und gehe langsam auf die Tür zu, aber so seitlich und schiebe sie erstmal von der Seite auf und versuche reinzulucken. Okay, du siehst den, also es ist so ein großer Hauptraum, ne? Es gibt noch ein zweites Geschoss, aber das ist so quasi ein unteres Geschoss, ist ein großer Raum und mit so einer Küche und Schlafplätzen und einem Gemeinschaftsbereich. Alles ist zerstört, da sind Schränke sind umgeworfen, auf dem Boden sind Scherben vom Geschirr, alles ist vollkommen zerschlagen und du siehst, in der hinteren Ecke hat jemand so einen Tisch und Stühle umgeworfen, nach hinten gezogen und du siehst so einen Revolver, der so aus einer zitternden Hand darüber gehalten wird und dahinter siehst du die großen Augen eines Jungen, du würdest sagen um die 10 Jahre alt. Kenne ich den? Gehört er zu der Bell-Familie? Das ist Pauli, der ist hier Stalljunge. Aber kenne ich ihn? Du kennst ihn, ja, vom Sehen halt. Ne? Das ist kein tieferen Kontakt. Der geht nicht in Kneipen bis jetzt. Du hast ihn dir gemerkt, für später wird er mal Geld bei mir ausgeben. Um sein Trauma zu überwinden. Ich bin schon in 5 Jahren mit dem Umsatz von dem. Ich sehe ihn und versuche ihm in die Augen zu schauen und flüstere, Polly? Polly, bist du das? Ja, ich bin Polly. Polly, ich komme jetzt rein, aber du musst mir versprechen, dass du nicht auf mich schießt. Okay, Miss Levine. Ich gehe rein und gehe auf den ausgestreckten Revolver zu und setze mich so 2 Meter neben ihn. Okay. Draußen, kannst du machen, die draußen sehen, dass der Sheriff sie zurückgezogen hat und der blutet ziemlich stark aus seinem Bein. Der ist ins Bein getroffen worden. Und der flucht und sitzt da und ja, gaff nicht so! Helft mir! Fotografiert die Reporterin das? Ja, die kommt angelaufen und baut ihre Kamera auf. Dann helfe ich. Okay. Was machen Gudrun, Hedwig und Victoria? Gudrun ist die ganze Zeit in Alarmbereitschaft, Waffen in der Hand und achtet drauf, ob sie losschießen muss oder nicht. Okay. Ich habe ja auch noch die Schrotflinte von Cory in meiner Hand und würde so langsam mal in das Haus reingucken, weil sie ja da reingelaufen ist und
mal reinrufen, es geht da vor sich, oder habe ich irgendwas davon mitbekommen? Du hast so gehört, dass sie geredet hat und dass da die Antworten kamen. Was ist da drin? Wer ist da? Und ich bereite mich vor, da auch schon reinzulaufen mit Waffe. Weil ich mir Sorgen mache. Okay, also der Sheriff flucht und wird von Sky verarztet. Ich reiß mir auch so richtig selbstlos ein Stück von meinem sehr teuren Kostüm ab und binde ihm das um die Wunde und schaue dabei sehr, sehr leidend. Ah, Dreck. Ah, verdammter Mist. Jetzt halten Sie still, sonst ist es unscharf auf Kamera. Okay, gut. Also ich würde ihm irgendwie was zum, irgendwie so ein Holz sagen, hier beißt er drauf und dann gehe ich aber weiter an ihm vorbei und würde einfach mal so drumherum schauen, ob da nochmal so Schleifspuren sind, die irgendwo anders hinführen. Okay, alles klar. Sky, du bist jetzt ziemlich sicher, dass der Mann, also kannst die Blutung abbinden und so weiter, aber die Kugel muss da rausgeholt werden, der braucht Hilfe von der Ärztin wahrscheinlich. Das ist ja nicht mein Problem dann. Oh. Genau. Corey, der Junge lässt die Waffe so sinken und richtet sie nicht mehr auf dich, aber hat sie immer noch so ein bisschen auf diese Tür gerichtet, als er würde erwarten, dass jeden Moment was Schlimmes da durchkommen würde. Also Hedwig. Ja, ich wollte gerade sagen, kriege ich eine Antwort von Corey oder laufe ich einfach weiter? Also du hast reingerufen einfach nur, ne? Ja. Ja, bleibt alles gut. Das ist nur Pauli. Bleibt erstmal draußen. Wir schauen erstmal. Wir kommen gleich raus. Ich würde noch so einen Meter näher zu Pauli rücken und würde ihn mit sehr beschwichtigender Stimme fragen, ob ich. Weißt du, was ist hier passiert? Was? Monster. Monster sind gekommen. Was für Monster? Monster in der Nacht. Sie haben geschrien und gebrüllt und Leute umgebracht und davon geschleift. Wen haben sie umgebracht, Pauli? Den alten Nick und seine Frau und... Pauli, ich glaube, wir müssen hier... Ist hier im Haus noch irgendwas? Oben, die Toten sind oben. Aber du hast gerade gemeint, sie hätten sie weggeschleift. Manche, nicht alle. Gott. Blutbad. Pauli, wir müssen hier raus. Kommst du mit mir mit? Na gut. Ich helfe Pauli auf und versuche ihm ganz sanft den Revolver aus der Hand zu nehmen. Okay. Also es soll dir gelingen. Er zögert so einen kurzen Augenblick, aber dann ist er ganz froh, nicht mehr allein zu sein und die Verantwortung wieder abgeben zu dürfen. Und du siehst tatsächlich, als er aufsteht, dann zuckt er so zusammen. Und als er vorwärts geht, siehst du, dass der hat so ein Nachthemd oder so an. Und am Rücken ist das aufgerissen und so blutig verklebt, wo er so einen langen Riss den Rücken runter hat. Aber schlimm, oder? Ja, also blutig, aber jetzt nicht tödlich oder tief oder so, aber schon unangenehm. Adrenalin regelt. Ich stütze ihn und gehe mit ihm nach draußen zu den anderen. Mhm. Ja, sie bringt einen Jungen raus, vielleicht 10 Jahre alt, schmutzig, blutig, riesige Augen, Tränenspuren. Wir müssen Pauli zu Miss Sheila bringen. Er muss ganz dringend verarztet werden und er hat von Monstern geredet und dass oben noch Leichen liegen und ich weiß nicht, was hier passiert ist. Dann sollten wir hochgehen. Direkt das Kind. Oben liegen noch Leichen? Ja. Dann lass hochgehen. Gehen wir mal hoch, ja. Ich schaue so gut ruhen an. Vielsagend. Leichen brauchen kein Geld. Okay. Also, ihr geht die Treppe hoch und als ihr hochgeht, ne, so kaching, kaching, eure Spuren so langsam klimpern. Achso, ich dachte, das ist das Geräusch, das die beiden machen, während sie langsam bluten. Kaching, kaching, kaching. Ist das Geräusch, das Spiel Gold macht, wenn man Golddollar einsteckt. Nein. Und dann seht ihr schon, auf der anderen gibt es so diesen unangenehmen Moment, als ihr auf dem tretet und da ist so ein klebriger Moment und dann seht ihr, dass die Stufen voller Blut sind. Als ihr oben ankommt, stellt ihr fest, dass da oben sind so zwei große Räume unterm Dach. Das sind so die Schlafräume eigentlich der Familie.
Und das ist ein absolutes Chaos. Alles ist zerfetzt, überall liegen Stofffetzen, Blut ist bis an die Decke gespritzt. Es ist ein totales Chaos und ihr seht mehrere Personen, die dort vollkommen blutig, zerfetzt, gebrochene Gliedmaßen, aufgerissene Leiber auf dem Boden liegen und definitiv tot sind. Gudrun hält Ausschau nach einem Jungen. Absolut. Also, nein. Das sind alles Mitglieder der Bell-Familie, die zum größten Teil, so wie es aussieht, im Schlaf überrascht und umgebracht wurden auf bestialische Art und Weise. Ich würde in der Tat erstmal die Klamotten durchsuchen, ob nicht doch noch irgendwo ein Beutel Gold oder so drin hängt. Du kannst ein bisschen durchsuchen und du findest tatsächlich Geld. Also du findest mehrere Geldbörsen und so weiter. Also kannst dir locker $20 einstecken. Ja, solange nur Gudrun und ich da oben sind, mache ich das auch. Falls jemand noch hochkommt, wäre ich natürlich hellhörig und würde das vorsichtiger machen. Gudrun hält nach anderen Dingen Ausschau. Vielleicht entdeckt man daher noch andere Spuren. Würfel mal Tracking, Gudrun. Mhm. Da kommt die Goldsammlerin durch. Eikart. 9. Ja, also das ist super unangenehm und du suchst halt so bei diesen Leichen nach Spuren. Mach mal bitte einen Grit-Wurf. Sieben. Diese, was du da tust, du hast schon Tote gesehen, aber das hier ist halt, das sieht für dich nach nichts Menschlichem aus. Ne? Du hast schon Leute wahrscheinlich auch schon selbst erschossen, nehme ich mal an. Mhm. Du hast schon Erschossene gesehen, du kennst diese Art von Gewalt durchaus, aber das hier ist vollkommen sinnlos. Ne? Alte, Junge, zerfetzt mit einer bestialischen Wut und das macht dir so ein unangenehme Angst in deinem, die so fast schon in deinen Magen herunterzieht und du bist jetzt ein bisschen eingeschränkt, weil du verängstigt bist. Aber du findest halt die Spuren, hast du so das genauer anstellst, stellst du fest, es sind so große, im Blut so große Abdrücke, aber es sind findest keine Spuren von Tieren, von Wölfen oder von Bären oder so. Du findest halt nackte Fußabdrücke. Menschliche Fußabdrücke, meinst du? Das sieht so ein bisschen so aus, ja. Aber natürlich, die Leute, die hier waren, waren auch nackt, ne? Also, die haben da geschlafen, die haben natürlich nackte Füße gehabt, also, ja. Hedwig, schau dir mal die Spuren an. Das sieht doch menschlich aus. Auch dieses ganze, das ist mir alles suspekt hier. Ja. Sehe ich vielleicht nochmal irgendwie was anderes, wo ich nochmal genauer hinschauen könnte? Irgendwelche zum Beispiel, falls hier oben wirklich ein Mensch gewütet hat, sehe ich Haare, Stofffetzen, irgendwas, was die Person an sich hätte tragen können oder was auf ein Monster hindeutet, ein verlorener Zahn, irgendwas. Du findest keine... Ja, wir können an dieser Stelle auch mal kurz eine Pause machen, oder? Kurz ja, Getränke das können wir holen, gerne machen. Pause. Ja. Dann machen wir so lange inspiziert Hedwig alles. Mhm, genau. Alright. Okay, Leute, wir machen eine ganz kurze Pipi-Pause von 5 Minuten. Also ganz gechillt auf Klo gehen, Getränke nachfüllen und dann kommen wir gleich wieder und Franigo gibt dann auch nochmal eine kurze Zusammenfassung, was bisher passiert ist. Also keine Sorge, falls ihr neu dazugeschaltet habt. Gelle, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Howdy Partners. Ihr seht schon, in der Gruppe liegen die Nerven blank. Die Konflikte spitzen sich zu. Wir begleiten eine Posse aus der kleinen Stadt Rapture in dem Arizona Territories, die auf der Suche ist nach einem Monster, das eine junge Frau schwer verletzt hat und möglicherweise den Sohn von Corey entführt hat, Daryl, der mit dieser jungen Frau an der alten Weide war. Mein Kater niest gerade vor sich hin, deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Das jetzt oh, also ich höre nur so verwirrt, okay, von wo kommt das jetzt? Ist das jetzt Django oder ist das von Igos Kater? Ich würde es ja ausmachen, aber ich rede währenddessen, deswegen ist das schwierig.
Genau. Also ihr hört draußen, hört ihr die Schafe noch ein bisschen vor sich hin keuchen. Und sie haben die Spur verfolgt bis zu der Bell Farm, wo die Familie Bell war. Ich sage war, denn es gab ein furchtbares Massaker. Viele wurden umgebracht. Aber der Stalljunge Pauly hat es überlebt und in seinem Schockzustand hat er dem Sheriff ins Bein geschossen. Und da sind wir jetzt gerade. Die Posse ist ein bisschen angeschlagen. Der Sheriff liegt blutend auf dem Boden. Der Junge ist da und ihr habt gerade einen Großteil der Bell-Familie gefunden in ihren Schlafzimmern, wie von einer Bestie zerfleischt. Ich schaue Hedwig an, die schon ganz blutige Hände hat, weil sie die ganzen Portemonnaies da weggesnackt hat und sagt, du, ich glaube, ich würde eher raten, ein bisschen Abstand zu halten. Wir wissen nicht, was das war. Es sieht nicht nach einem Tier aus, eher nach Mensch. Keine Ahnung, was für eine ansteckende Krankheit das sein könnte. Ja. Naja, es gibt halt die Legenden, nicht wahr? Legenden? Was für Legenden? Fragen wir die Stimme aus dem Off. Ich wusste nicht, dass noch jemand hier im Zimmer ist. Ja, naja, wer kam da rein? Ihr wisst schon, die Legenden von Flüchen, also, die Menschen zu Tieren machen und sie dazu bringen, bestialische Morde zu begehen, bis man sie zur Strecke bringt, die von normalen Waffen nicht verletzt werden können. Die Legenden. Ja gut, ich nehme an, Hedwig und Gudrun gehen wieder runter zu den anderen. Und erzählen ihnen, was sie oben gesehen haben. Da oben ist ein Blutbad. Wir haben menschliche Spuren entdeckt. Es sieht absolut brutal aus. Wir wissen es auch nicht, weil ob es eine gewisse Krankheit gibt. Wisst ihr da irgendwas? Naja, wenn Krankheit. Wir die Legenden kennen. Wir kennen die Legenden. Ach, du, als ob du an Legenden glaubst, Hedwig. Aber wir kennen die Legenden. Ja, Horror-Stories gibt's überall. Was meint ihr? Ich weiß nicht. Übernatürliches oder was? Was wäre wenn? Ist ja Blödsinn. Was war denn jetzt da oben? Habt ihr irgendwas gefunden? Irgendwas? Ein Menschenhaufen. Tot. Zerfleischt. Ja. Absolutes Blutbad. Und Menschenspuren. Menschliche Spuren. Während ihr da überlegt, nehme ich diesen kleinen Jungen mit den großen Augen und positioniere ihn vor den geschlachteten Schafen und warte darauf, dass die Reporterin abdrückt, während ich mich sehr selbstlos um ihn kümmere. Sie macht sofort Fotos von euch. Sehr gut. Okay, also ich würde vorschlagen, dass wir den Sheriff zurück zu Miss Sheila bringen, außer Sheriff, du sagst, du kannst noch mitkommen, aber ich gehe nicht davon aus. Was? Zurückbringen? Unsinn. Er steht auf, knickt um und fällt der Länge nach hin. Ja, also Pauly und den Sheriff zurück. Vielleicht kann, guck die Reporterin an, vielleicht kann ihn jemand zurückbringen. Jemand, der unentbehrlich ist. Ich schaue deutlich von der Reporterin weg. Der Sheriff stemmt sich hoch und sagt, ach, das, okay, ich halte euch nur auf, ich mache euch nur langsamer, aber ich kann den Jungen zurück in die Stadt bringen, das ist kein Problem. Ich hole das Pferd vom Sheriff und setze Pauly hinter den Sattel. Mhm. Der Sheriff, mit Ächzen und Mühen gelingt es ihm, in den Sattel hochzukommen. Und Pauly hält sich an ihm fest und der Sheriff reitet in Richtung Rapture davon. Beeilt euch, Leute. Was wir hier gesehen haben, da draußen, wer weiß, was hier los ist. Die ganze Stadt ist in Gefahr. Und, ja. Und wohin? Was ist unser Plan? Findet die Bestie. Das heißt, wir gehen wieder Blutspuren nach? Ich fange an, mich umzuschauen, ob ich irgendwas sehe neben dem Haus. Ja, wer suchen möchte, kann mal Tracking würfeln.
Ich suche natürlich auch Mac. Ich würde auch sagen, alle, die es haben. Vier. Also, Skylar, du suchst am Rande dieses Schafs, dieser Schafsweide. Während du das tust, baut die Reporterin ihre Kamera auf, will ein Foto von dir machen. Allerdings rutscht du aus und legst ihr Längelach hin, genau in dem Augenblick, als es ein Pfump macht und ein Foto passiert. Ich fange an, die Reporterin zu bezirzen, dieses Foto nicht zu verwenden. Acht. Acht. Haben wir noch mehr? So, ich plus Checking eine 11. Ich habe eine 5. Okay, also ja, ihr verbraucht ziemlich viel Zeit und die anderen machen auch eine Menge Spuren kaputt. Aber Victoria, du findest tatsächlich Spuren und die verwirren dich ein bisschen, denn du findest wieder so Schleifspuren, die nicht geradeaus weitergehen von den alten, sondern so abbiegen in Richtung der Red Dust Foothills, also der Hügel in der Gegend. Und du findest da auch so Wagenspuren. Die sind schon ein bisschen älter, aber du findest so irgendein Wagen ist hierher lang gefahren. Okay, ja, dann würde ich das auch mal so, würde mich mal umdrehen zum Rest und sagen, ja, hier sind Wagenspuren. Vielleicht waren es doch Menschen mit Tieren. Das hört sich aber sehr vage an. Die Spur kommt mir sehr vage vor. Das war ein sehr belastender Witz, Hedwig. Aber es ist doch so gut. Ich würde vorschlagen, dem zu folgen. Ja, ich stimme Victoria zu. Miss Levine sagt Gentleman George. Was bleibt uns anderes übrig, ne? Gut, dann steckt er seine Rifle wieder in das Holster an seinem Pferd und springt in den Sattel. Ich folge ihm. Okay. Ihr wollt diesen Spuren folgen, die führen auf die Felsen und Foothills, also Vorgebirge zu, die da in der Gegend sind. Das Land wird relativ schnell karger und felsiger und es wird noch heißer. Der Boden, das sind so diese rötlich gefärbten Felsen, die Sonne brennt inzwischen so vormittags genau von oben auf euch herab. Es sind deutlich über 40 Grad, der Schweiß läuft euch unter den Hütchen hervor in die Halstücher, als ihr da entlang geht. Und die Spuren werden immer schwerer zu verfolgen, weil der Boden immer unwirtlicher, steiniger und felsiger wird. Kann man da irgendwo ausmachen, in was für eine Richtung? Also so ein Wagen, der kann ja nicht klettern, also nein, soweit ich weiß. Und da wäre so die Frage, ob ich würde einfach gucken, wo der theoretisch hätte langfahren können. Mhm, clever. Ja, du willst ein bisschen darauf achten, wo würde ein Wagen langfahren, statt nur den Spuren zu folgen. Mhm. Tatsächlich gibt dir das einen Kick nochmal und du findest diese Spur wieder und die führt so ein bisschen die windet sich so ein bisschen durch diese Täler. Du stellst aber auch schnell fest, dass die Wagenspur und die Schleifspur nicht parallel verlaufen. Die Wagenspur geht eher so durch die Täler, wo so ein Wagen gut herfahren kann. Die Schleifspur geht relativ straight einfach durch diese unwirtliche Gegend. Aber beides grob in dieselbe Richtung? Beides grob in dieselbe Richtung, ja. Okay. Dann würde ich das erstmal folgen. Mhm. Okay. Okay. Entschuldigung, ich sollte den Chat nebenher lesen. Das kriegt man Sanity-Verlust. Okay. Oh. Okay. Als ihr ein Stückchen weitergegangen seid und die Sonne ein bisschen weitergewandert ist, bekommt ihr das unangenehme Gefühl, dass ihr beobachtet werdet. Ja, okay, aber es ist ein Gefühl, dass ich ja gewohnt bin, oder? So ein negatives beobachtet werden. Alle beobachten dich natürlich, ja. Ja.
Ist, also, wie macht der Rest von euch fühlt sich jetzt wie Sky. Ja, habt ihr auch das Gefühl, dass wir nicht mehr ganz alleine sind? Ja, bitte. Ich würde den Spuren weiter drauf achten. Könnt ihr vielleicht ein bisschen drauf achten, ob ihr was seht? Vielleicht sollten wir, ich weiß nicht, wer gerade ganz hinten ist, vielleicht sollten wir auf jeden Fall unsere Waffen vor uns halten, beziehungsweise hinten auf jeden Fall absichern und vorne. Ich reite an die Spitze und halte meine Schrotflinte im Anschlag. Ich habe auch meine Waffe gezogen. Ich reite hinterher, ich habe einen mittelmäßigen Revolver. Gudrun hat auch die Waffe griffbereit. Ja, ich habe auch die Waffe draußen, aber ich folge halt hauptsächlich den Spuren und achte da drauf. Mhm. Ja, mach doch mal alle einen Tracking-Wurf. Tracking? War immer Tracking? Yes. Zu schlecht drin. 9. Tracking. 7. Ich habe auch 9. 4. Okay, habt ihr was über 10? Nee. Nein, okay, ihr reitet weiter. Und kommt in so einen kleinen Canyon hinein, in den euch Victoria hineinführt. Und als ihr da so drin seid, seht ihr plötzlich, ne, diese von den Wänden oben, die Schatten fallen so in diesen Canyon. Und ihr seht plötzlich bei diesen Schatten mehrere Gestalten auftauchen. Und als ihr herumwirbelt, seht ihr, dass über euch auf dem Canyon, auf den Klippen oben, mehrere Native Americans aufgetaucht sind, die auf euch herabschauen. Quasi über uns? Über euch. Ihr seid in dieser Schlucht unten und die sind über euch. Und haben euch sozusagen von beiden Seiten so ein bisschen in einer sehr schlechten Position. Ich winke. Ja, die kenne ich nicht, nehme ich mal an. Nein. Hedwig ist denen auch eher etwas skeptisch gegenüber und behält die eher ein bisschen im Auge. Mhm. Ich stecke demonstrativ meine Waffe weg, um zu signalisieren, dass wir nicht in Feindschaft kommen. Mhm. Ich tätschel mein Pferd, um das Gleiche zu suggerieren. Okay. Ja, tierlieb. Sky, gut. Du willst winken. Mach doch mal einen Ballyhoo-Wurf. Oh, wir haben Sky verloren. Einfach eine 3 gewürfelt, 5. Du reißt so die Hände hoch und ihr seht, dass die so mehrere Bögen heben und Pfeile, die haben also nicht gespannt, aber die heben die so hoch und richten sie auf Sky. Das war keine gute Idee. Oh, es ist. Es sah so ein bisschen aus, als wolltest du eine Waffe ziehen, als du die Bögen gemacht hast. Verstehe. Kann ich irgendwie so pussyfooten und mich irgendwie anschleichen, um die... Ihr habt sie nicht früh genug gesehen mit euren Würfen. Die haben euch überrascht, nicht ihr. Aber sie. Die sind ja jetzt von Skylar abgelenkt. Oder? Ich suche irgendwas, ob man irgendwas zur Deckung bringt auch. Haben wir irgendwas? Naja, es gibt halt, ihr habt die Pferde, es gibt rechts und links Felsen. Klettern? Kein Baum oder so? Nein, gar nichts? Nein, das ist das steiniges, blanke felsiges. Schlucht. Genau, es gibt ein paar Felsen. Reden? Ja, ich versuche hoch zu. Das macht alles gar keinen Sinn. Wie viel Flucht haben wir denn noch vor uns? Wo befinden wir uns denn so ungefähr? Das ist ziemlich genau in der Mitte dieses Canyons. Es ist noch ein ganzes Stück in beide Richtungen, um da rauszukommen. Ja, hat jemand einen Vorschlag, wie wir jetzt vorgehen? Nein? Stille. Also, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Reden? Das wäre jetzt der Vorschlag, weil viel anderes würde mir nicht einfallen. Oder wir laufen erstmal weiter und warten ab, ob sie überhaupt feindlich gesinnt sind. Vielleicht beobachten die auch nur. Ich würde es drauf ankommen lassen. Wie immer. Wird schon schief gehen. Wir haben ja auch wenig andere Wahl, als das zu tun.
Ich will auf jeden Fall nicht das Feuer eröffnen. Nee, bitte nicht. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, dann drosseln wir auf jeden Fall die Geschwindigkeit und gehen in einen gemäßigten Schritt und reiten langsam weiter. Das klingt gut. Und Waffen weg, Leute. Mhm, ihr reitet weiter. Tatsächlich, die haben zwar Bögen und Pfeile in der Hand, aber richten die nicht auf euch. Und als ihr euch weiter bewegt, als ihr ein Stück geritten seid, hört ihr von oben einen lauten Ruf, ein Ho! Dann Ho heißt anhalten, nehme ich mal an. Ich halte mein Pferd an. Wissen das Native Americans? Ich weiß nicht, Cowboys machen Ho. Ich weiß nicht, ob das die alles selber heißt. Das war doch nur ein Hallo, wer weiß. Ja. Ich halte einer, an und mache einer von Ho denen, zurück. Einer von denen tritt vor. Ihr denkt, das sind Navajo. Das ist einer der Navajo-Stämme, die in der Gegend sind. Und der hat so die Hand gehoben und sagt, das ist kein guter Weg. Warum ist es kein guter Weg? Etwas Böses ist in der alten Mine. In der Mine? Wir suchen meinen Sohn. Haben Sie einen Sohn gesehen, etwa so groß und noch kein Bartwuchs? Hellbraune Haare? Wir haben sie heute Nacht gesehen und gehört. Menschen und doch keine Menschen. Was soll das heißen? Wie sahen die aus? Menschen und doch keine Menschen. Hatten die pelzige Haare? Waren sie krank oder so? Er wirft einen Blick auf dich runter und sagt, nein, gleiche Haut, so wie du, aber sie waren nicht wie Menschen. Okay. Sie sind in Richtung der alten Mine gezogen. Ja, dann ich schaue die anderen an und nicke ihnen zu und sage, da müssen wir hin, zu dieser Mine. Klingt verdächtig ja, nach den Legenden. Sie riecht doch nur nach Tod. Ja, ich glaube, wenn es noch eine Chance für meinen Sohn gibt, dann in den Minen. Lass uns weiter reiten. Ich treibe mein Pferd auch wieder weiter an und das war der zweite Würfel. Okay, gut, ja, also die die Navajo schauen euch hinterher und irgendwann verschwinden sie wieder zwischen den Felsen. Das war creepy, oder? Hat irgendjemand von euch, von seinen Eltern, irgendwelche Geistergeschichten erzählt bekommen, was für Legenden es hier gibt? Meine Eltern haben sich nie so um mich gekümmert. Ich habe keine gute Nachtgeschichten erzählt bekommen. Ja gut, ich meine, wir sind schon viel rumgekommen. Gudrun, ich und Victoria. An jedem besseren Feuer abends auf der Prärie erzählt man sich Geschichten von den Jackalopes und den Ghost Riders in the Sky, den Hanging Judges und so weiter. Den Ganzlingern, die man nicht töten kann, weil sie schon tot sind. Ja, man hört hin und wieder Sachen, aber es ist halt auch immer die Frage, was man so glauben kann und was nicht. Alles Bullshit. So würde, also hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt, aber ja. Ich würde sagen, alles existiert, solange es nur in deinem Kopf existieren kann. Dann wäre es jetzt kühler. Ja. Hedwig, Studentin der Philosophie im dritten alles, Semester. Alles, was tot ist, ist kalt. Oh Mann. Hey, ich hatte Fieber, an. So. Und Gudrun packt ja nicht stehen. Es ist sehr heiß, ja. Also es ist sehr gefährlich. Da kriegt man schnell mal so einen Hitzschlag und dann redet man so Sachen. Ja, das und nimmt halt ihr einen so. Hut und wedelt ihr ganz viel frische Luft zu. Das ist so Stammtischgerede, wie man es kennt beim Pokern. Das ist wichtig, damit die Leute abgelenkt werden. Und ich hatte gerade einen Lauf, okay? Also Gentleman George sagt... Mensch, nicht Mensch. Er wirft seinen Mantel zurück und er sieht da drunter seinen silbernen Colt. Und dann reitet er weiter.
Ich roll wieder mit den Augen. Erwartet dich gar nicht. Wir sollten auch weiter reiten. Sagt gut rum und treibt ihr Pferd voran. Okay. Ihr reitet weiter tiefer in diese Hügel hinein. Ihr kennt, also es gibt ja eine Reihe von Minen, ein paar sind noch in Betrieb, aber bei der alten Mine denkt ihr an die Cahill Mine. Das war die erste und größte Mine, eine Silbermine, die aber schon vor über 10 Jahren aufgegeben wurde. Das ist, also das wäre die alte Mine. Das würde auch von der Richtung her grob stimmen. Ich sage die Richtung. Let's go. Weiter. Okay. Ihr reitet in Richtung dieser Mine weiter. Die Sonne hat ihren höchsten Stand schon überschritten und beginnt sich langsam zu senken. Die Schatten werden länger. Die Felsen sind aufgeheizt. Das heißt, von unten steigt diese Hitze hoch. Und als so die Landschaft in das rote Licht des Abends getaucht ist, dass diese eh schon rötlich gefärbten Felsen in so ein dunkles, blutiges Rot verwandelt, seht ihr die Öffnung des Tals, an deren Ende mehrere halb verfallene Gebäude sind und darüber ein großes Schild, also im Toreingang Cahill Mine, wo das M so runtergefallen ist. Der Wind pfeift durch dieses Tal hindurch und spielt so um diese Gebäude und immer wieder gibt es so ein leichtes Heulen. Ihr glaubt, es ist der Wind. Also bevor wir da reingehen oder und wir denen begegnen, wäre für mich auch immer eine Frage, was wollen die eigentlich? Also das Bild, was sich da aufgezeichnet hat, das irgendwie scheint so sinnlos. Willst du mir damit sagen, dass Daryl schon lange tot ist, oder was? Ich glaube nicht, nein, weil sonst hätten sie ihn nicht so weit geschleift. Wir haben ihn nicht gefunden, also ich kann mir nicht vorstellen. Und deswegen frage ich mich, was ist der Beweggrund? Ja, meinen Sohn zu finden. Hinter den anderen, nicht hinter uns. Ja, die kriegen Geld dafür. Warum sollten sie Geld dafür bekommen? Ich glaub, weil der Dings das angeboten hat. Nee, Curry, sie meinen die, die deinen Sohn entführt haben könnten, potenziell. Ach so, ja, wenn das nur irgendwelche Legenden sind, dann wollen die einfach nur Menschen töten. Ja, aber das ergibt doch auch kein, also das sind ja keine Legenden. Haben sie ihn in die Mine verschleppt und wollen ihn zu ihresgleichen machen. Davon habe ich auch schon gehört. Wollen sie auch den Weg frei machen für diese Roadbahn da. Die geben vor, dass sie hier keine Gewalt und so wollen, aber vielleicht stecken die auch dahinter. Wie sehr vertraust du dem Dude da, Corey? Fragt Gudrun und nickt zu Daryl. Entschuldigung, können sich bitte alle aufstellen? Ich würde gerne ein Foto vor der Mine machen, sagt die Reporterin. Passiere sofort. Ich reite weiter. Ich möchte kein Foto machen. Das Thema ist zu ernst hierfür. Ja, ich weiß nicht, ob man denen trauen kann. Ich weiß auch nicht, ob ihr euer Geld nachher kriegt. Also kann ich nicht sagen. Mein Geld ganz beiseite. Er war viel zu optimistisch, was die ganze Suche betrifft. Der ist absolut suspekt. Vielleicht schickt er uns auch gerade in den Tod, weil er uns alle loswerden will. Wer weiß. Ja, lass ihn aufknüpfen und in die Mine gehen. Vielleicht hat er euer Geld auch direkt dabei. Außerdem will ich mein Lösegeld nicht teilen. Ich meine, er hat doch Geld von meinem Sheriff. Mir ist das alles egal, ich will nur noch meinen Sohn finden. Also auch wenn wir da jetzt, auch wenn das da um die Probleme kümmere ich mich nachher. So, die sind mir noch nicht. Tu, was du nicht lassen kannst. Vielleicht brauchen wir ihn hier noch als Puffer. Wir können einfach vorschicken. Gute Idee. Ja, lass ihn einfach vorschicken. Also vorreiten, ja, finde ich gut. Ja, wenn uns deine Leute da hinten erwarten, ist Vorschicken jetzt auch nicht unbedingt die plausibelste Idee. Ich denke, wir sollten echt vorsichtig sein. Das sieht mir alles sehr menschengemacht aus, bin ich ehrlich. Wir können auch erst einen Gaul reinschicken. Was meinst du? Wir können auch einfach erst einen Gaul reinschicken in die Mine und schauen, ob es wieder lebend rauskommt. Ganz bestimmt nicht. Schicken wir ein Pferd da rein und schauen, ob es lebend rauskommt. Das wird nicht passieren. Ja, dann Jeremiah hier von der
Jeremiah. Den können wir vorschicken. Der ist nicht dabei. Oder vielleicht die Frau von der Reporter-Gedöns mit dem Fotoberater. Die kann Foto machen und wieder Skylar rauskommen. Stimmt. Oder wir geben Skylar den Fotoapparat. Dann sind alle glücklich. Wir können Henrietta reinschicken, ja. Vielleicht sollten wir wirklich schlauerweise jemanden vorschicken. Wir können auch Streichel ziehen. Boah, also mir dauert die Diskussion zu lange und ich reite vor. Okay. Ja, du reitest diesen Trail hinab, der zu dieser alten, längst verlassenen Mine führt. Wie gesagt, es gibt mehrere große, alte, so Holzgebäude. Zwei davon sind zum größten Teil eingestürzt. Das andere Gebäude, das so diesen Mineneingang bedeckt und ausmacht, ist noch okay. Da sind große Becken, wo sie irgendwie Zeug rausgeholt haben, die so halb voll mit Wasser gelaufen sind. Es bewegt sich nichts, außer hier und da vom Wind irgendwelche Sachen, die so hin und her bewegt werden. Aber als du daher reitest, fällt dir auf, dass es auf diese Mine zu definitiv ältere Karrenspuren gibt. Ja, dann würde ich also bis zum Eingang halt reiten und gucken, ob die anderen nachkommen. Victoria wird nicht überfallen, gefressen oder sonst wie angegriffen. Ich würde langsam hinterher reiten. Mhm. Aber ich stand ja schon vor der Mine und habe posiert, oder? Nee, das war so ein fern, du weißt schon, so ein Weitwinkel. Okay. Mhm. Ja, genau. Kant. Ihr reitet darauf zu und die Reporterin läuft so immer von links nach rechts und macht so Fotos aus verschiedenen Winkeln. Als ihr näher kommt an dieses Hauptgebäude, diesen Eingang heran und der Wind da so reinweht und dann wieder so ein Luftzug herauskommt, kriegt ihr so einen unangenehmen Geruch, so einen scharfen, fast schon beißenden Geruch, der wie nichts riecht, das ihr kennt. Und du hast ja schon als Goldgräberin gearbeitet, Hedwig. Du weißt, dass man da gewisse Chemikalien manchmal benutzt, um das Gold freizusetzen. Aber das riecht überhaupt nicht wie das, was du aus dem Bergbau kennst. Gar nicht. Ja. Gentleman George springt ab, nimmt seinen Revolver in die Hand und macht eine Fackel fertig. Das ist smart. Haben wir auch was dabei dafür? Haben wir Satteltaschen oder so? Mhm, klar. Ihr habt eine Ausrüstung für eine Posse dabei. Dann würde ich mir auch eine Lichtquelle machen, egal ob das eine Fackel ist oder Lampe oder irgendwas. Ja. Ja, ich auch. Ich habe eine Lampe. Gut und auch. Die hing am Pferd. Okay. Ich nehme eine Fackel, das sieht cooler aus auf Fotos. Bevor wir hineingehen, noch ein Foto? Nein. Gudrun stößt sie aus Versehen Henrietta mit der Schulter an, sodass die Kamera ins Wanken gerät. Die steht wahrscheinlich auf so einem Dreibein. Mhm. Ups. Und willst du sie weiter umwerfen oder nur? Ja, so anrempeln, dass sie ins Wanken gerät und kippt. Okay. Dann knallt die Kamera auf den Boden und wahrscheinlich ist sie kaputt. Ups. Gute Arbeit. Also ihre ganze Arbeit. Die beginnt sofort hastig daran rumzuschrauben und Dinge zu tun. Gudrun ignoriert das und geht weiter. Ich bleibe mit Gudrun. Ich unbeeindruckt. Ich lächle leicht und gehe weiter in die Mine mit meiner Fackel. Dieser Eingang in diese Mine ist so ein dunkler Schlund, aus dem euch so diese kühle Luft entgegenweht, die ganz angenehm wäre bei diesen heißen Temperaturen. Wäre dann nicht dieser seltsame Geruch, der euch in der Nase brennt und fast schon die Tränen in die Augen treibt, als ihr hineingeht. Es ist dunkel und das Licht dieser Mine scheint, die Dunkelheit dieser Mine scheint das Licht eurer Fackeln und Laternen zu verschlingen und sie leuchten nur wenige Meter weit. Versuche mir mein Halstuch irgendwie über die Nase zu binden, dass es den Geruch so ein bisschen mildert und gehe weiter. Dann wollt ihr hineingehen, ja?
Was bleibt uns anderes übrig? Ja, ja, ja. Das ist alles gut. Geht kennen ein bisschen... wir, ganz kurz, kennen wir von der Legende her auch irgendwas, was uns davor schützen könnte, potenziell? Es herrschen ja oft so Sagen gegen Untote wie Holz ins Herz oder Köpfen oder Verbrennen. Silber, oder? Silberwaffenkugeln. Silberkugeln. 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 Also, denken. Richtig, ja. Wenn keiner von euch an die Legenden glaubt oder an die Monster, ich wollte es nur einmal erwähnen und ich erwähne es in die Runde. Vielleicht hat ja jemand Silberkugeln dabei. Was? Nein. Warum nicht? Wer kann sich den Waffen aus Silber leisten? Der Gentleman George vielleicht. Ja, also sie ist versilbert, aber ich habe keine Silberkugeln. Das wäre ein bisschen verschwenderisch. Vielleicht können wir da ein paar Ringe reinstecken. Ich würd mich, bevor wir tiefer reingehen, noch gerne ein bisschen umschauen, ein bisschen rechts, links die Fackel rumschwenken, ob wir irgendwas sehen an den Wänden oder so, oder an die Decke, gerne an die Decke leuchten. Ja, du hältst das an die Wände und du siehst dort so dunkle Striemen, also näher rangehst, stellst du fest, das ist altes, geronnenes Blut, das bis zur Decke hochgespritzt hat. Leute, seht ihr das? Ich glaube, dieser ganze Eingang, dieser ganze Höhlentunnel hier ist ausgelegt mit Blut. Das lässt euch kalt. Das ist okay. Ich will nur meinen Sohn finden. Das sieht schon ein bisschen vertrocknet aus. Alle machen mal bitte einen Grid-Wurf. Nachdem wir die ganzen Leichen auf der Farm gesehen haben, ist so ein bisschen Blut. Er ist nicht wirklich. Ich habe eine 11. Die Sorge um Daryl treibt dich voran. Dich kann nichts aufhalten. Ich habe eine 6. Bitte, Maisa? Eine 8. 8, okay. 14. 14, okay. Oh. Also, alle, die nicht über 10 gekommen sind, also Victoria, du tatsächlich, du stehst da und du willst hineingehen, aber dein Körper gehorcht dir für einen Moment nicht. Du hast dieses, also dir gleitet so eine urtümliche Angst den Nacken runter. Und dann hast du auch das Gefühl, dass in diesem Wind, der aus der Höhle euch entgegenweht, dass da so ein unirdischer Ton daran liegt, so wie ein entferntes Heulen. Okay, also dann würde ich auch erst, weil ich das bei Cori gesehen habe, auch das mit dem Tuch machen und fragen, hört ihr das? Und jetzt, da Victoria sagt, alle anderen, die keine 10 geschafft haben, hören das jetzt auch. So ein seltsames, seltsames, unmenschliches Geräusch, das auf den Wind getragen wird. Und es fällt euch plötzlich schwer, eure Finger beginnen zu zittern und ihr spürt so Schweiß auf den Handinnenflächen. Ne? So, plötzlich reagiert der Körper darauf. Außer bei Gudrun und Cory, die sind vollkommen unbeeinflusst. Wir sollten umkehren. Ich würde Gudrun anschauen und fragen, spürst du das auch? Was ist los mit dir? Und Gudrun schaut Hedwig an, die auf einmal schwitzend und zitternd vor ihr steht. Bisschen bleich. Ist alles in Ordnung? Das ist wie nichts anderes, was ich bisher erlebt habe. Das ist ganz seltsam, Gudrun. Ja, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich an, als wäre es nicht von dieser Welt. Du mit deinen Hexengeschichten. Also ich würde relativ still sein und sieht, dass ich halt Angst habe im Blick und ich versuche so innerlich einfach gerade ganz viele Szenarien durchzugehen, wo das logisch ist, dass das jetzt passiert. Ich schaue Victoria an und sage, alles okay bei dir? Können wir weiter? Geht es euch allen gut? Ist nur ein bisschen Blut? Beide so ein bisschen abwesend. Ich okay. Will schon mit weitergehen, ja. Mach mal einen Belly-Who-Wurf, Cory. Easy. Warte. Außer die Würfel sind weg. 6, mehr, 8, 9. 9. Okay, also Victoria, als das die Cory sagt, also
es ist so ein Pflichtgefühl, das dich ergreift, ne? So dieses, du kannst jetzt nicht nichts tun, aber es fällt dir schwer. Du, es wird dich also, es ist ein Akt, der von echtem Heldenmut bei diesem Gefühl von ursprünglicher Angst dann doch den Schritt nach vorne zu machen und reinzugehen. Okay, ja. Let's go. Ich stapfe weiter zu weiter unsicher und gehe. Und schubse Victoria dezent nach vorne. Ihr geht in diese Dunkelheit der Höhle hinein, gegen, bei manchen von euch gegen das bessere Wissen. An eurer Seite Gentleman George und Henrietta. Und findet euch in dieser etwas kühleren Luft dieser Mine wieder. Auf dem Boden sind so diese schmalen Eisenbahnspuren für so Loren. Und die Mine zieht sich so tiefer in diesen Felsen hinein. Es ist pitch black, das heißt, ihr müsst eure Fackeln und Lichter und Lampen dabei haben und anmachen. Und diese Mine ist seit langem verlassen. Das sieht man auch. Spinnenweben hängen überall. Ihr stellt fest, dass hier und da die Stützbalken schon ziemlich alt und morsch aussehen, als ihr dort hineingeht. Und Spuren gibt es hier nicht so wirklich. Und es gibt eine ganze Reihe von Abzweigungen und Schächten und alten Gängen, die dort Stollen, die dort in den Wand, in den Berg getrieben wurden. Und dann hört ihr alle einen unmenschlichen Schrei in der Tiefe, der so durch diese Minenstollen wie ein Echo hindurch weht. Ich bleib ruckartig stehen und lausche erstmal und halt meine Fackel überall hin, ob ich irgendwas sehen kann. Absolut nichts. Der Schrei verhallt. Und ihr seid nicht sicher, war es ein Schmerzensschrei? War es etwas anderes? War es blutgierig? Ich lasse aus Schreck so meine Fackel fallen, aber ich versuche, meine Waffe stärker zu greifen. Ja, ich laufe auch nicht mehr so sicher, aber trotzdem weiter. Ich ziehe meine Waffe. Same. Ich halte auch meinen Revolver, meine Schrotflinte in der einen, Fackel in der anderen Hand. Gudrun hält ihre Waffe einfach fester. Ihr geht weiter. Folgt Cori, die tiefer in diese Mine hineingeht. Und Moment, das Victoria ist vor mir. Das ist, glaube ich, wichtig in den nächsten Ja, aber Moment. Du schiebst sie. Also quasi, Victoria folgt dir quasi, weil du schiebst sie tiefer rein. Hinter euch das Licht, das letzte Licht von dem Eingang verschwindet, als ihr tiefer hineingeht. Draußen senkt sich auch der Abend herab. Ja, und die Nacht bricht herein. Und mit einem Mal hört ihr einen lauten Schmerzensschrei von der Seite. Ich richte meine Fackel in die Richtung und mein Gewehr. Was sehe ich? Da ist so ein Seiteneingang, so ein Stolleneingang. Als du vorbeigegangen bist und reingeleuchtet hast, war der leer. Und jetzt ist der auch leer. Aber dir fällt auf, dass Gentleman George nicht mehr da ist. Oh, Mensch. Ich glaube, wir haben ihn ja verloren. Oder irgendwas hat ihn da in den Gang gezogen. Und ich leuchte so mit meiner Laterne in Richtung des Ganges. Du siehst an den Wänden, siehst du so Kratzspuren. Auch keine menschlichen, nehme ich an. Nein, also Menschen machen sowas nicht, aber verlierst die Fingernägel bei. Ja, aber du kannst mal Tracking würfeln. Hätte ja sein können, dass er sich an der Wand festgekrallt hat, oder? Mach mal Tracking. Yes. Da habe ich 11. Diese Spuren sind nicht neu und also es hat schon so, es sind so vier so Spuren. Es hat schon was von einer menschlichen Hand, aber wie gesagt, wenn das Menschen machen und hast du sie genau anguckt, stellst du fest, dass tatsächlich auch so ein bisschen Blut drin, als wären das so blutige Finger gewesen.
Ja, das teile ich den anderen mit. Das muss etwas Menschenartiges sein, aber schon lange nicht mehr menschlich. Falls es das jemals war. Aber ja. Wenn da die Spuren sind, dann gehe ich mal davon aus, dass wir in Richtung dieses Ganges eventuell zu diesem Wesen finden. Dann. Okay, also. Wollen wir weiter in die Richtung oder wie ist unser Plan gerade? Also während die da gerade reden, versuche ich mich so ein bisschen nach hinten, dass ich nicht mehr vorne stehe, wegzuschleichen. Das soll dir gelingen. Anybody? Skylar? Offensichtlich hat niemand Lust, tiefer in diese Mine zu gehen. Geh voran. Du gehst voran, habe ich das richtig verstanden? Ich gehe voran mit gezogener Waffe. Okay, cool. In den Gang rein? In den Gang rein. Okay, cool. Corey. Hey, das war der Typ, der uns einen Silberdollar versprochen hat. Das ist wohl wahr, ja. Korrekt. Seine Leiche könnte sehr, wie sagt man, lohnenswert sein. Wir wissen noch nicht, ob er tot ist. Oder er zieht dir eine Show ab, wer weiß das schon. Ja, aber hey, am Ende könnte auch dein Sohn sein. Also, wenn das wirklich das Wesen ist, dann stehen die Chancen gut, dass... Ja. Skylar, geh vor, ich finde das gut. Ich geh voraus. Okay. Sky geht voraus. Gehst diesen Gang entlang und der tiefer in dieses Mine, in dieses labyrinthartige Gewirr von Stollen und Gängen hineinführt. Dieser Geruch wird stärker, dieser seltsame, fast schon schweflige Geruch, ne? So dieses Unangenehme in der Nase brennende. Und mach doch mal einen Tracking-Wurf, bitte. Ich. Du, ja, du. Ja, scheiße. Ah, ich dachte alle. Sechs. Du gehst da entlang, du leuchtest immer, wenn irgendwie eine Abzeugung ist, leuchtest du rein, so die Waffe voraus. Und deswegen überrascht es dich vollkommen, als du an einer vorbeigehst, da hineinleuchtest und dann weitergehst, als du plötzlich von dieser Seite angesprungen wirst. Und eine Kreatur dich zu Boden reißt. Die anderen seht nur so einen dunklen Schemen, der Skylar anspringt und sie so mit einem gewaltigen Schlag in diesen Gang hineinschlägt und wirbelt. Skylar, du prallst auf den Boden auf. Würfel doch mal Sturdiness, bitte. Acht. Acht. Du kannst auf den Boden auf und irgendwas fetzt dir über den Überkörper und zerfetzt dein teures Gewand und zieht dir so blutige Striemen über die Haut. Hat mein Gewand zerfetzt, ich bin sauber, ich schieße. Okay, dann mach doch mal Shooting Iron. Ich habe 2 Einsen gewürfelt, ich hasse alles 5. Okay, die anderen, ihr hört das, ihr hört dieses plötzlich so ein Brüllen, Skylar wird aus dem Lichtkreis eurer Laternen rausgerissen und dann hört ihr so, bam, bam, bam und hört ihr Skylar laut aufschreien und Skylar, während du mit dem Wesen gerungen hast, hast du abgedrückt, aber dabei hat es deine Waffe weggedrückt und du hast dir selbst in die Seite geschossen. Toll. Ich würde ein Lasso werfen und gucken, ob ich Skylar da irgendwie rausziehen kann aus der Gefahrenzone. Also da ist es tatsächlich ziemlich dunkel, weil sie hatte ja clevererweise eine Fackel, die hat sie beim Umwerfen vor euch fallen gelassen und sie ist in die Dunkelheit gezogen worden. Also, das heißt, sehe ich sie nicht mit meiner Laterne ungefähr so schemenhaft? Ja, du müsstest da hin und die Laterne leuchten und so, bevor du irgendwie Fackel... Lasso ist ja okay. Zweihändig, ne? Nein. Gudrun schmeißt ihre Lampe in die Richtung. Ja, genau. Hallo. Nur mit dem Fuß. Gudrun schmeißt ihre Lampe dahin und wir müssen alle schnell reagieren, weil wir haben nicht lange, bis die da aufprallt. Aber dann können wir zumindest was sehen für den Moment. Okay, also du möchtest deine Lampe dahin werfen, ich schmeiße meine Lampe dahin, dass wir gucken können und Waffe gerichtet. Gudrun, auf 3. Mach mal einen Skedaddle-Wurf, also die Lampe wirfst, deine Öllampe in die Richtung, wo Skylar liegt. Ja. Nee, ist okay. Zünd mich auch noch an. 10. Na gut, also du wirfst die Lampe und tatsächlich knallt die so gegen die Wand und fällt hin, aber zerbricht nicht mal.
du hast sie so geschickt irgendwie flach geworfen und ihr seht so eine über Skylar gebückte Gestalt, die das Licht so anfaucht und dann davon springt. Du hast es vertrieben quasi, also es ist jetzt weg oder was? Ist wirklich weggesprungen? Es springt in die Dunkelheit, es wird aber natürlich kommt es jetzt nicht in der einen Sekunde so weit weg, sondern es springt in die Dunkelheit. Okay. Ich würde zu Skylar rennen und schauen, ob alles in Ordnung ist und ob ich ihr aufhelfen kann. Nee, mir geht's gut. Alles in Ordnung. Mein Stolz ist gekränkt, meine Kleidung ist hinüber und ich habe mich angeschossen. Aber mir geht's gut. Dein Make-up sitzt doch noch. Fragst. Du siehst immer noch wunderschön aus, Skylar. Auch mit zerrissenem Kostüm und Schusswunde. Wenigstens gibt's keine Kamera, die das festhalten die, kann. Die Reporterin baut die Kamera auf. Nein, die ist aber die ist doch kaputt gegangen. Ja, ja, aber sie hat versucht, sie zu reparieren. Vielleicht geht sie ja wieder. Ah ja, ups. Wow. Okay, können wir die Wunde irgendwie versorgen oder kann Skylar noch laufen? Und ja, du hast halt so einen Streifschuss an der Seite. Also es ist natürlich super schlimm, aber es ist sehr schmerzhaft und muss verbunden werden und so. Und die auf der Brust auch. Ja, was machen denn währenddessen Victoria, Gudrun und Hedwig, die drei knallharten professionellen Bounty Hunter, die ja. ein bisschen rumstehen und zugucken, während die Saloonbesitzerin und die Performance-Künstlerin. Ich spiele ein bisschen Poker. Hallo? Nein, Spaß. Also Gudrun sprintet vor, nimmt ihre Lampe wieder, weil sie ist ja nicht kaputt gegangen. Ja. Und bedeutet Victoria und Hedwig, die und den anderen halt ihr weiter zu folgen, damit das Wesen oder wer auch immer das war, kann ja nicht weit gekommen sein. Ja, ich würde auch sagen, ja, während Corey sich um Sky kümmert, latsch ich einfach mal dran vorbei in Richtung die Ecke, in der das Wesen verschwunden ist. Ich würde auch folgen, aber mit meiner Waffe auch direkt im Anschlag. Okay, ja, ihr hört vor euch so ein Schaben und Klatschen, als würde irgendwas durch diesen Gang laufen. Noch so etwas außerhalb eurer Lichtkegel, als wenn es vor dem Licht sich zurückziehen würde. Ja, ich stütze Skylar und würde mit ihr zusammen weiter in die Richtung gehen. Die Reporterin reißt von ihrem langen Rock einige Stoffstreifen ab und verbindet damit Skylars Wunden. Die ist endlich mal nützlich. Großartig. Wollt ihr hinterherlaufen? Also wollt ihr es schnell verfolgen? Wollt ihr es langsam verfolgen? Was ist euer Plan, Bounty Hunters? Eher zugigen Schrittes. Schnell. Es ist ganz schön zuge hier. Wer sich beeilen möchte, kann skidaddeln. Skidaddeln? Ich skidaddeln. Ich daddel eine Runde. 10. Oh. 9. Nee, sorry, du bist ja mit Skylar hinten. Achso, ich kann eh nicht, ne? Dann genau, sind die 2 Einser gar nicht so schön. Also wir haben eine 10, wir haben eine 9. Mhm. Und Victoria, du bleibst langsam. Ich beeil mich nicht so. Okay, gut. Ja, das hat den Nachteil, Skylar und Corey sind hinter dir und die anderen beiden rennen nach vorne weg und du bist jetzt so alleine in der Mitte. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll und bin sehr unentschlossen. Okay, also Gudrun, Hedwig, ihr rennt weiter, aber Hedwig ist deutlich schneller als Gudrun, kommt damit besser zurecht und du siehst tatsächlich, dass du weiter vorrennst, so eine Gestalt, die so auf allen Vieren durch diesen Gang rennt, hastet. Ich würde im Normalfall auf Gudrun warten, weil wir sind ein Team und machen immer alles so zusammen. Gudrun fragt sich sowieso, warum Hedwig schneller ist als sie. Das frage ich mich gerade auch. Hast du nicht die 10 gewürfelt? Nee, Gudrun hat die 10. Ach, 10, sorry, ja, verdammt. Dann habe ich das. Hedwig sprintet und Gudrun hält sie einfach fest. So, nein, nein, nein. Nein, 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 okay. Also gut, Gudrun ist schneller als Hedwig. Das hatte ich falsch rum mitbekommen. Und Gudrun ist schneller als Hedwig und du siehst, wie gesagt, diese Gestalt vor dir. Was tust du, Gudrun? Ne, bin ich viel schneller als Hedwig? So, weil das ist deutlich, ja. Aber das würde Gudrun niemals tun. Ja, so einfach weglaufen ist jetzt nicht so. Ich schmeiß wieder meine Lampe. Diesmal mit Krawall. Da ist ja niemand, den ich verletzen kann, also. Du möchtest auf das Wesen schmeißen? Mhm. Dann mach mal einen Skidaddle-Wurf.
11. Okay, du schmeißt deine Lampe in einem hohen Bogen und die knallt so auf dieses Wesen und zerbrichst und das Öl spritzt überall hin und beginnt zu brennen. Und du hörst so ein lautes, schmerzerfülltes Schreien und Kreischen. In dem Augenblick, Hedwig, als du hinter Gudrun herrennst und vorhin das hörst, ne, die Waffe in der Hand, bricht aus einem Seitenstollen etwas auf dich hervor, zu und springt dich an. Aber du hast noch genug Zeit zu reagieren. Was willst du tun? Ich würde definitiv meine Waffe zücken und nach Gudrun schreien und mit der Waffe auf ihn schießen, auf das Wesen. Dann mach doch mal Shooting Irons. Ja. Die anderen hören ein Stück voraus einen lauten, unmenschlichen Schrei und dann bam, bam, laute Schüsse. Und dann Gudrun. Und Gudrun. Ich habe tatsächlich eine 10. 10, ja, du reißt deine Waffe herum und du drückst so ab, bam, 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 du fängst deinen Colt und schießt 2-3 Mal und dieses Wesen brüllt und schreit und knallt gegen dich und reißt dich mit ihm zu Boden. Du siehst nur so weit aufgerissene Augen, so einen aufgerissenen Mund voller Schaum und es knallt gegen dich, ihr fallt zu Boden und du willst schon kämpfen und ziehst dein Messer und dann drückst du es so von dir weg und es fällt so neben dir und bleibt so neben dir liegen, unbewegt. Krass. Krass. Victoria, du siehst ein Stück vor dir, siehst du, du hörst den Schrei von Hedwig und du siehst so das Aufleuchten des Mündungsfeuers und dann Stille, bis auf dieses komische Schreien weiter vorne. Dann würde ich mich mal schnell dahin bewegen. Okay, du rennst dahin. Gudrun, was machst du? Dieses Wesen kriecht brennend vor dir weg. Naja, ich habe Hedwig schreien hören, also drehe ich auf der Stelle um und laufe zurück. Okay. Alles klar. Ja, du, dann kommen Victoria und Gudrun kommen bei Hedwig an, als sie gerade mit dem Messer so in der Hand dieses Wesen von ihrem eigenen Körper runterdrückt. Und das mit so einem Platschen neben mir liegen bleibt und Blut sich so eine Lache darum bildet. Was ist das? Naja, du hast kein Licht mehr. Das von Hedwig ist hingefallen. Victoria ist die Einzige mit einer Lampe. Victoria, leuchte mal. Ich würde irgendwie Hedwig irgendwie versuchen, mit einer Hand halt aufzuhelfen irgendwie. Danke, danke. Und, Du gehst da hin und du leuchtest dahin mit der Waffe in der anderen und leuchtest dahin und du siehst auf dem Boden liegend eine verdrehte, schmutzige, nackte Gestalt. Und als du sie so ein bisschen mit dem Fuß umdrehst, klappt die Seite weg und sie hat 3 große Löcher im Brust und Bauch, also Treffer von Hedwig. Und es ist eine junge Frau. Oha. Ihr Gesicht ist total verzerrt, eine absolute Fratze. Du kannst nicht mal mehr erkennen, wer das war oder wer nicht. Aber du bist ziemlich sicher, dass sie tot ist. Das ist ein Mensch. Mhm. Das war aber kein Mensch. Ich habe genau gespürt, dass mich hier ganz sicher kein Mensch angefallen hat. Du glaubst doch nicht an die ganzen Horrorgeschichten. In dem Augenblick schließen Sky und Cori und Henrietta zu euch auf und ihr seht halt diese blutgetränkten Verbände von Sky, die sie so um die Brust gewickelt hat und sie sieht auch nicht aus, als hätte ein Mensch sie angefallen. Ich hoffe, dass das nicht ansteckend ist. Ja. Mein Mitgefühl. Was, also ist das, ich leuchte mit meiner Fackel auch einmal über dieses Wesen am Boden und es, also ist das eine Frau? Ist das, wie kann denn eine Frau solche Wunden verursachen? Und als du da drauf schaust, stellst du fest, du kennst sie. Das ist eine der Bell-Töchter. Oh. Das ist die Tochter, ich komme nicht auf den Namen, aber ich kenne diese Frau, das ist eine der jungen Töchter von der Bell-Familie, die wir von unten, von der Farm, wo wir gerade waren. Ja. Was soll das so bedeuten? Keine Ahnung, aber also scheinbar ist es irgendwas Ansteckendes oder irgendwas
irgendwas Legendenmäßiges? Das heißt, dein Sohn ist bereits infiziert. Ich glaube, nur wir müssen. Du. Ja, ich glaube, wir müssen auf die Menschen aufpassen, die hier schon. Ich glaube, wir sollten Skylar isolieren. Fesseln, meinst du? Isolieren. Fesseln. Vielleicht gibt es irgendwo was dagegen, aber ich glaube meine Waffe schon, auf dass wir... Also, ihr fesselt nein. Mich keiner. Henrietta schreibt wild mit. Skylar infiziert. Isoliert. Gefesselt. Nein. Wenn es sich wirklich über Blut übertragen würde, dann wären ja Gudrun und ich genauso davon betroffen. Nicht, weil wir haben doch keine offenen Wunden. Du weißt ja nicht, wie das funktioniert. Eben. Was eben? Also ich glaube, Skylar hat eine offene Wunde. Wo richtig, hat sich aber ich meinte damit, dass wir uns nicht an Skylar anstecken können, so. Ohne dass sie uns verletzt. Ja, aber sie, wenn sie uns jetzt demnächst verletzt, ich glaube, wir sollten sie wenigstens, also Skylar ist, wir machen alles um, aber ich glaube schon, dass wir Skylar jetzt wenigstens was? Fesseln sollten. Unschädlich machen sollten, im Sinne von bitte? Wenigstens Fesseln anlegen, also es Ich kann doch nicht die Einzige mit der Meinung sein. Ich stimme dir vollkommen zu, Curry. Die bringt uns alle um. In spätestens einer Viertelstunde, schätze ich mal. Oder sich selbst. Spätestens beim zweiten Schuss. Ihr meint, dass sie sich verwandeln würde. Ich meine Waffe und zurück. Hier fesselt mich überhaupt niemand. Damit bist es gibt du sicher. Ja immer es gibt bei jeder Zombie-Apokalypse ja immer eine Person, die gebissen wird und sagt, nein, alles ist gut. Mir geht's super. Aber Ritter, stehst du hier? Auf der Seite von Drama und Konflikt. Ich gehe einen Schritt auf Skylar zu und mach so beschwichtigend. Skylar, sei vernünftig. Sie schießt vor dir auf die Füße. Also vor dir. Ich schieß vor dich. Aber warum denn? Weil du näher gekommen bist. Aber Skylar, du musst das doch auch sehen, was hier gerade passiert. Dass ihr euch gegen mich wendet, ja, das sehe ich. Aber während Skylar so hysterisch wird, hysterisch ist ein scheiß Wort. Was kann ich anstelle sagen? Gib mir mal ein Beispiel. Panisch wird. Panisch. Nimmt Gudrun ihr Lasso und versucht, um Skylar zu werfen. Aha. Sie will sie nicht verletzen. Schusswaffe wäre jetzt ein bisschen gefährlich. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich schieße die Waffe aus der Hand. Genau, dann mach doch mal einen Lasso-Wurf. Bitte was? 7. Eine 7. Das ist geschafft, aber mit einem Nachteil. Skylar, drückst du ab? Ja. Okay, also... Das Lasso senkt sich, aber Skylar wird sehr herumgewirbelt und drückt ab und trifft Gudrun in die Schulter. Ach, oh, Gott bless. Gudrun. Bam, Blut spritzt. Skylar ist gefesselt, so die Hände, ne, so die Arme an den Seiten, aber Gudrun taumelt zurück mit so einem Treffer in der Schulter. Ich kümmere mich direkt um Gudrun. Ich würde versuchen, die Waffe aus warte, wie war der Name? Skylars Hand zu treten. Dann mach mal einen Scrap-Wurf, bitte. War das ein Durchschuss, by the way? So. Nein, die Kugel steckt. Na toll. 7. 7, du ich gehst schieße. Hin und... Kannst du dich nochmal schießen, Girl? Du bist doch jetzt im Lasso gefangen. Du trittst dir die Waffe aus der Hand, aber dabei, sie windet sich halt und springt zur Seite. Du wirst von diesem Lasso erwischt und ihr fallt so auf den Boden und dabei schlägt du deinen Arm in ihr Gesicht und als du von ihr wegrollst, hast du so eine Bissspur am Arm. Also sie hat dich nicht gebissen, aber du hast ihr ne, so aus Versehen den Arm an den Mund geschlagen. Unglücklich in die Zähne gefallen quasi. Unglücklich. Warte, wer war das? Victoria. Victoria. Okay, Hedwig. Ja, Victoria. Schon das Lasso. Victoria. Das Risiko können wir jetzt aber auch nicht eingehen, Leute. Ich bin ganz weit bei dir. Let's go. Dann würfel doch mal Lasso, bitte. Ich würde es einfach alle gegenseitig umbringen jetzt. Verkannt. Das ist der wahre Horror. Oh. Warte, ich habe 13. Ja, Victoria, während du noch so
fassungslos auf diese blutende Wunde am Arm, senkt sich ein Lasso über deinen Kopf und fesselt dich wie einen jungen Bronco. Also nur zur Sicherheit, Victoria. Wollen wir sie einfach beide aneinander fesseln, dann ist es praktischer, sie mitzunehmen. Ja. Klingt plausibel, sagt Gudrun. Ja. Haut sich so ein Stück Stoff ab und bindet es sich so um die Schulter, um die Blutung zu stoppen. Ja, ich bin so Henrietta froh. Henrietta schreibt die ganze Zeit wild mit. Ja, ich binde Victoria an Skylar fest. Wir wissen doch noch gar nicht, ob sie überhaupt und also ob sie infiziert und ob das überhaupt so funktioniert. Boah, Victoria ist sehr vernünftig. Erkannt. Wieso kann ich mich nicht wehren? Was ist, wenn ich angegriffen werde? Was ist, wenn du uns angreifst? Dann werde ich zumindest ich nicht angegriffen. Ich würde gerne, also so ein bisschen Bewegungsfreiheit wäre schon echt gut. Weil wir haben gesehen, was hier ist. Ja, also wir sollten auf Nummer Sicherheit. Ja, auf Nummer sicher gehen. Okay. Also beenden wir jetzt hier die Mission und drehen um, oder? Was denn noch? Deinem Sohn? Ja, das war, ich wollte es einmal kurz checken, also ich würde jetzt weiter hier ich auch den... Ich einmal kurz checken, ob ich jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Entschuldigung. Er will tot sein, alles gut, wir können umdrehen. Ich glaube, ich habe nicht so die wirklich freie Wahl. Ich glaube, wenn Daryl wirklich hier war, dann ist er auch infiziert und seine Seele ist verloren. Nein, es gibt noch eine minimale Chance. Du meinst, dass er gefesselt irgendwo liegt? Vielleicht haben sie ihn für irgendwas benutzt oder so. Also, solange es noch... Also, die Frage ist, wenn der Nächste jetzt auf uns... Wie ist die denn jetzt da gestorben? Durch einen Schuss? Mhm. Ich habe sie erschossen. Das war ja einfach. Also, solange wir noch genug Munition haben. Wir müssen nur früh genug schießen jetzt zukünftig. Im besten Fall auf andere Menschen als auf uns. Einfach auf Anschlag. Einer von euch, wir können Henrietta ist ja eh quasi useless, der können wir die zwei in die Hand drücken. Was? Und wir drei die Waffe auch anschlagen. Henrietta, hast du eine Waffe dabei? Nein. Sie kann schießen mit ihrer Kamera. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Sie schießt ein Foto. Henrietta, möchtest du ein Bild bekommen von den... Monstern, weil dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn du vorne wegläufst und mit Blitzlicht einfach direkt was nimmst. Smart. Leider hat Gudrun meine Kamera kaputt gemacht. Ach, die doch noch kaputt? Hast du nicht repariert bekommen? Das ist aber schade. Naja, das Blitzlicht ist schwierig. Also, ich denke, es ist besser, wenn jemand von euch vorgeht. Ja, dann nehme ich das in die Hand und würde vorlaufen. Okay, würfel mal Tracking, bitte. Ach, ich habe doch nichts auf Tracking. Ich vorne weg ist immer so dumm. Ah, doch, warte mal, eins habe ich. 5, 6 okay. Ich würde direkt hinter ihr laufen und auch über die Schulter gucken. Dann rufen wir mal Tracking, bitte. Ja. Dankeschön. Ich merke, dass sie schon wieder planlos und in der Gegend ist. Gudrun zieht Victoria und Sky gefesselt hinter sich her, ja? Mhm. Okay. 12. 12. Ja, also der Geruch wird immer stärker und tatsächlich siehst du in den Schatten vor euch Bewegung und kannst im letzten Moment die gute Cori noch warnen, als sich ein Gestalt gebückt aus den Schatten hervorwirft und auf Cori wirft. Cori, ich pack sie so an ihrem Ja, ich würde möglichst direkt schießen. Dann mach mal Shooting Iron. Oh, Shooting Iron, ja, das ist gut. Das ist nicht gut. Es ist eine 7. Okay, die Schrotflinte donnert auf. Das Wesen wird davon erwischt und herumgewirbelt. Prallt dann gegen Cori und reißt sie mit sich zu Boden. Und ich glaube, Hedwig ist direkt dahinter. Du kannst zur Grabseite ausweichen. Und die beiden fallen so auf den Boden. Und dieses Wesen klammert sich so an Cori fest und schnauft und stöhnt und ächzt und Blut sprudelt über dich drüber. Und dann liegt es still da. Ich hab's aber erwischt, ne? Mhm. Hat's mich gebissen oder so? Nein, du hast nur überall Blut vor dieser gewaltigen Wunde. Ich rappel mich direkt auf und sag, alles gut, ich hab's erwischt, alles gut, ich hab keine Wunden, kein gar nichts hier, ich bin alles, ich drehe mich zweimal im Kreis. Guckt, alles easy. Sehr gut. Nichts passiert. Es ist das verbrannte Wesen, das von dem Öl erwischt wurde.
Oh, okay. Und es ist ein junger Mann. Nicht Daryl. Oh, okay. Ich dachte schon. Ich wollte gerade sagen, erkennst du ihn? Erkenne ich den? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich zu... Den erkennst du nicht, mein Nein. Ja, das kann man nicht. Aber dass der noch fähig war, irgendwas, naja. Ja, okay. Das ist krass, tatsächlich. Also die Wunden sind furchtbar. Ja, vielleicht tauschen wir dann ab jedem Monster jetzt einmal die vordere Front aus. Ja, okay. Ich gehe voran. Hedwig, du gehst voran und gehst du in Richtung dieses Geruchs? Ja. Okay, du folgst tiefer in die Mine und kommst in so einen, hast so einen Gang und der Geruch ist da ziemlich stark. Und voraus siehst du so ein grünliches Leuchten. Sehr weit würde ich versuchen, mich zu befreien von dem Lasso. Mhm. Würfel mal Skedaddle, bitte. Also ich glaube, Entfesselungsspieler sind schon Teil der Show oder so. Vernunft offensichtlich 12. nicht, Skylar. Vernunft offensichtlich 12. nicht, I can't. 12. Kann ich irgendwas dagegen tun? Wer hat sie gefesselt? Ich bin gerade. Würfel mal Lasso dagegen. Wer höher hat... Ach komm schon. Oh. Das glaube ich aber nicht so. Nee. 6. Ja, toll. Ja, du merkst es nicht mal, während Skylar sich so langsam diesen Knoten löst und sich aus diesem Seil befreit. Sie wird uns umbringen. Merk ich das? Mach du mal einen Tracking-Wurf, bitte. Ja, mal Victoria auf der Seite stehst. Oh. 13. Auf der gefesselten Seite eigentlich. Du so. Merkst das, dass sie sich befreit. Ja, dann würde ich ihr zu kannst du mir helfen? So. Ich mach auch Victorias Fesseln auf. Stell ihr das Bein. Mit freien Händen ist das kein Problem. Der Rest ist auch ein bisschen abgelenkt von diesem grünen Leuchten voraus. So ein seltsames, grünes, was man gar nicht so kennt. Kann und ich Victoria und Sky sind frei. Kann ich durch dieses Eagle Eye irgendwie noch etwas mehr erkennen? Irgendeine Silhouette oder so? Was ist grüne Leuchten? Als du da hingehst und schaust, stellst du fest, dass da ist so ein Raum. Du denkst, das war mal früher vielleicht so eine Art Werkzeugaufbewahrungsraum in der Mine tief drin. Hm. Und jetzt ist da aber, das sind so Tische und so Schränke, Regale an die Wände gebaut. Das sieht relativ neu aus, also neuer. Und da stehen so seltsame Gerätschaften und Kater, bitte zur Seite. Wie so ein szenenübergangenes Schwanzgewimmel. Soll ich mal aufnehmen, ne? Dann kann ich damit einen Stinger machen. und die... Ach, nicht auf die Maus treten. Das ist die falsche Mauskarte. Bin ich noch zu hören? Gut. Ja. Er hat mal den Sound ausgemacht. Und das sind so ganz seltsame Gerätschaften und ein paar, das sind so Flaschen und in denen leuchtet es grün. Das schwappt so eine Flüssigkeit, die grünlich leuchtet. Was machen denn Skylar und Victoria mit ihrer neu gewonnenen Freiheit? Also ich würde so ein bisschen Abstand gewinnen und meine Waffe nochmal rausholen, falls uns irgendwas angreift. Same. Victoria ist meine neue beste Freundin, würde ich sagen. Wollt ihr bei den anderen bleiben oder wollt ihr von denen zurückziehen? Also ich würde mich ein bisschen zurückfallen lassen, aber zumindest, dass man noch so grob in der Nähe ist. Es ist halt dunkel, ne? Man braucht Licht und man müsste... Achso, ja, dann folgen wir dem Lichtkegel wahrscheinlich. Aber so ein bisschen am Rande des Lichtes vielleicht. Mhm. Okay, gut. Und ich merke nicht, dass ich da irgendwie was Leeres hinter mir ziehe. Du hast eine 6 gewürfelt. Nein, du bist super abgelenkt. Du hast einen Schuss in der Wunde, du hast eine Wunde in der Schulter. Du hast, vor dir ist irgendwas Gefährliches. Hedwig hat gesagt, da ist was. Du bist einfach gerade, deine Aufsicht ist woanders. Okay, was sollt ihr machen? Wer läuft gerade vorne? Ich habe das entdeckt. Hedwig, ich sehe diese Flaschen. Ich glaube, ich würde mal so eine in die Hand nehmen und mal so ein bisschen vor mir her. Du willst in diesen Raum reingehen, ja? Ach so, ja, auf jeden Fall. Okay. Du gehst in diesen Raum rein und stellst fest, dass da allerlei seltsame so Mörser und Tiegel und irgendwelche kleinen Gerätschaften, mit denen man Feuer machen kann, so kleine Öfen sind. Da sind jede Menge so
Apothekerfläschchen und Gefäße, wo irgendwelche Namen von Substanzen draufstehen, die dir nichts sagen. Und an der hinteren Wand siehst du in die Wand neu eingelassen und festgemacht so Ketten mit Handfesseln und Fußfesseln daran. Ich drehe mich so zu den anderen nochmal und rufe so Gudrun zu. Hier sind noch stabilere Fesseln, hier könnten wir Victoria und Skylar noch etwas sich absichern und beobachten, was mit ihnen passiert, was diese Infektion überhaupt zu bedeuten hat. Gute Idee, sagt Gudrun. Und dreht sich um. Du drehst Gudrun, steht so fest, dass die Lassos sind leer. Leute, ich hab sie sind frei. Das ist schlecht. Was? Sehe ich die denn? Also haben sie so weit Abstand gewonnen, dass ich sie nicht sehen kann? Oder? Die sich verstecken, dürfen Pussyfooting würfeln. Das und ist die, so ein die seltsames wollen, Wort, der Kahn. Was denn? Das heißt, sich wie eine Katze bewegen. Es ist trotzdem weiß ich ja jetzt nicht, ein Versuch. Also, das war eine Absicht, der Kahn. Ich habe 6 gewürfelt. Die suchen dürfen. Okay, ich glaube, ihr müsst nicht groß suchen. Ihr seht sie so am Rand des Lichtes stehen. Irgendwie. Gudrun zückt ihre Waffe. Geil, zückt auch ihre Waffe. Sie haben sich ich befreit. Hab meine Waffe erscheinen. Schreit Gudrun. Au, verflucht. Ich bin gerade erst in den Raum reingekommen und bin zu fasziniert von dem Raum. Schau mich um. Und beachtest mich nicht, dass ich sag, die. Ich dafür beachte dich immer sehr, deswegen gehe ich aus dem Raum wieder raus und gucke in den Flur. Und okay, also Gudrun und Hedwig mit den Waffen in den Händen sehen sich Victoria und Sky gegenüber mit den Waffen in den Händen. Eine klassische Rapture-Standoff-Situation. Victoria, sei doch vernünftig. Skylar ist verletzt. Wir wissen nicht, wie sich das Zeug überträgt. Während Gudrun redet, hole ich die Mundharmonika raus und untermale das. Ich weiß ja nicht, ob das überzeugend ist. Das kann sein, aber wir wissen nicht, ob sie irgendwie überhaupt infiziert ist und das ist noch überhaupt nicht ausgebrochen. Also kann ja auch dieser Biss mir eigentlich gar nichts angetan haben und wir müssen uns auch irgendwie verteidigen können in dieser Höhle. Aber das wissen wir nicht. Ja, aber wir wissen auf jeden Fall, dass die Gefahren lauern und wir uns verteidigen müssen. Und je mehr wir schießen können und je mehr Schießkraft wir haben, desto besser können wir uns verteidigen. Geiler fucking Scott lässt sich von niemandem fesseln, ohne vorher danach gefragt zu werden. Kannst uns auch fragen. Konsens, so wichtig im Wilden Westen. Währenddessen, Corey, du guckst dir das an, du stellst fest, an diesen Fesseln ist Blut. Du bist ziemlich sicher, dass hier bis vor kurzem Leute gefesselt waren, die wild versucht haben, sich daraus zu befreien und deswegen alles aufgeschabt hatten. Und was du hier so siehst, du findest, wie gesagt, es gibt jede Menge alchemistischen Kram. Also es ist ein richtiges kleines Labor. Kann ich an irgendeiner Flüssigkeit mal riechen oder so? Mhm. Ja, also du stellst fest, dass hier offensichtlich, da hat jemand, würdest du sagen, Dinge zusammengeschüttet, erhitzt, in andere Aggregatzustände gebracht. Also du bist ja ein bisschen erfahren damit, wie man Whisky brennt und sonstigen Alkohol herstellt. Ne? Also wenn die Lieferung nicht kommt, muss man halt selbst in der Badewanne irgendwie Trauben und ein bisschen Zucker rein. Und deswegen hast du so ein ganz klein bisschen Ahnung davon, weil du ein bisschen Erfahrung hast. Du würdest sagen, das hier ist eine Art von chemischen oder medizinischen Labor. Du findest auch einige Spritzen. Ich glaube, wenn ich mit der Legende vertraut wäre, könnte ich wahrscheinlich damit was anfangen, oder? Kann ich damit was anfangen? So geschichtlich gesehen? Die Legende sagt nichts von Laboren und Spritzen. Aber was hier auffällt, ist, die Spritzen hast du schon mal gesehen. Die Apothekerin hat der Rachel so eine gesetzt, als sie so verletzt war. Also von der
Art der Flüssigkeit her oder von der Art der Spritze? Der Art der Spritze. Her? Was drin war, was jetzt war, was sind die hier sind leer, da kannst du nicht genau sagen. Aber die Art der Spritze ist genau die gleiche Spritze. Okay. Ah, gut, das sagt ja aber nichts. Also, das ist ja eine Spritze einfach nur, ne? Ja. Ich drehe mich um und sehe die vier im Gang stehen. Ja, korrekt. Die sich so gegenseitig die Waffen bis auf Hedwig, die auf ihrer Mundharmonika spielt, was dem vorher gar nicht aufgefallen ist. Und versuche alle zu beruhigen und zu sagen, hey Leute, komm mal runter, wir müssen uns gerade hier auf dieses Labor, das hat schon irgendwas zu sagen und ich glaube, wir sollten uns hier erstmal umschauen und wenn ich das richtig interpretiere, ist es auch, wenn die zwei sich verwandeln, müssen wir sie erschießen. Ich glaube, ob die gefesselt sind oder nicht, weiß ich gerade gar nicht, ob das einen großen Unterschied macht. Aber ich finde, also die zwei sollten vielleicht ihre Waffen abgeben, aber ich glaube, fesseln macht nicht viel Sinn, um ganz ehrlich zu sein. Andererseits, jetzt, wenn die sich jetzt verwandeln, weiß ich gar nicht, ob die mit einer Waffe noch umgehen können. Aber seht euch diese Fesseln hier an der Wand, da haben sich auch Leute schon draus befreit und das waren bestimmt die, die uns begegnet sind. Aber kommt erstmal runter, senkt erstmal die Waffen. So. Was du erzählst, das war auch super beruhigend. Da komme ich jetzt gerne runter. Was ist das hier für eine Scheiße? Ich dachte, ich könnte hier mitkommen, wir machen ein paar schöne Fotos und dann kriege ich endlich wieder eine gute Anstellung. Ja, bei all dem Blut kann man ja richtig schöne Bilder machen, Skylar. Was hast du die letzten 2 Stunden gedacht, was wir hier tun? Okay, sobald ihr das erste Anzeichen von was auch immer, Fieber, Unwohlsein oder irgendwas verspürt, sagt das. Ja, unwohl fühle ich mich gerade, mein ganzer Körper ist aufgerissen. Bam! Ja, willst du gefesselt werden? Du brauchst uns nur bitten, willst du gefesselt werden? Pack das nicht. Gibt es in dem Raum irgendwas, wo es weitergeht? Eine weitere Tür oder nein, so? Nein, aber es gibt draußen geht es noch weiter, also in die andere Richtung. Okay. Ja. Ich würde was von dieser Substanz in so eine Spritze füllen und mitnehmen. Einfach, um es eventuell an anderer Stelle noch zu untersuchen. Weil hier drin haben wir ja auch keine Möglichkeit. Es ist offensichtlich menschengemachter Mist. Definitiv. Und keiner dieser Legenden. Oder erinnerst du dich noch an die Zeit im Bajogudru? Bei den Voodoo-Menschen? Vielleicht haben die eine Antwort darauf. Ich glaube kaum. Mal. Ich glaube kaum. Aber eine solche Flasche mitzunehmen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wer in eurer Stadt kennt sich denn mit solchem Apothekerkram aus, Cory? Die Apothekerin. Das ist nur eine Person bei euch in der Stadt? Ja, also meines Wissens nach, ja. Haben wir noch einen Arzt oder so? Ich glaube, also Miss Sheila ist Apothekerin, Ärztin, die ist krass, die kann alles bei uns. Ja, dann fürchte ich, sollten wir diese mal verhören. Außerdem finde ich es sehr suspekt, dass der Dude, dessen Namen ich vergessen habe. Gentleman George. Dass der George immer noch verschwunden ist. Oh, stimmt. Dem begegnen wir vielleicht wieder. Man nennt ihn auch den Dude. Okay, aber sollten wir uns jetzt, also ich, wollen wir noch einen anderen Gang, wollen wir mal noch schauen, ob wir was anderes finden, weil scheinbar ist es hier Menschen gemacht, das heißt. Dein Sohn zum Beispiel, wegen dem wir hierher gekommen sind? Ja, eben deswegen, weil es ist ja Menschen gemacht, also hier sind keine Legenden, keine Monster, kein sonst was. Wir müssen einfach nur schneller schießen und das sollte ja kein Problem sein. Sollte das kein Problem schießen sein? Schießen kann ich. Ja. Okay. Dann wollt ihr weiter tiefer in die Höhle hineingehen, ja? Ja, wir wollen die 2 Verletzten vor uns haben, dass wenn die ausrasten, dass die nicht von hinten uns in den Rücken reinspringen. Also, ich fasse es mal kurz zusammen. Cory möchte immer jemanden vor sich haben. Das ist schon. Aber das ist das erste Mal, dass es berechtigt ist. Wenn die hinter uns laufen, springen die uns in den Rücken. Ich möchte die bitte überreden, dass die vorne laufen. Ja, also lauft ihr vor? Nein. Victoria ist doch eine geübte Kopfgeldjägerin, du schaffst das. Also ich würde vorlaufen, ja. Okay. Dann Skylar und dann der Rest. Ihr bewegt euch tiefer in diese Mine
Und ihr habt diese, ihr folgt einem von diesen, in diesen Stollen, wo dieser Lorenschienenpfad entlang läuft. Und dann fällt das plötzlich unter euch ab und diese Lore, diese Schienen werden zu so einer Holzbrücke, die über so einen kleinen Abgrund führt. Und als ihr da vorsichtig drüber balanciert, hört ihr vor euch so ein leises Stöhnen und Keuchen. Ja, ich würde auf jeden Fall. Mit... oder was? Nee, weiter vorne, über diese Brücke hinweg. Und klingt das auch menschlich? Das klingt wie irgendwas schmerzlich, Schmerzen, Stöhnen, nichts, was du direkt zuordnen könntest. Okay, dann würde ich mit gezückter Waffe langsam darauf zugehen. Mhm. Du bewegst dich langsam darauf zu und es kommt, da endet tatsächlich die Mine irgendwann. Also da ist ein Stollen eingestürzt. Da ging es früher mal weiter. Und da ist ein ziemliches Geröllfeld, jede Menge altes Wreckage und so weiter. Und da siehst du mehrere Gestalten auf dem Boden. Die meisten bewegen sich nicht, liegen da verkrümmt, aber ein paar zucken und bewegen sich und ja. Okay, dann, ich weiß nicht mehr, wie der Sohn hieß. Dann ist Daryl, frage ich einfach mal so in die Runde. Keine Antwort. Aber als das Licht auf diese Gestalt fällt, zucken sie zurück und kriechen so ein bisschen davon weg, aber sehr schwach, also. Ja, dann würde ich halt noch ein bisschen näher gehen und ein bisschen auf die, also, fällt uns die anderen warten. Auf? Also, ja, das fährt euch auch. Feuer flüchten. Vor dem Licht, ja. Sollten wir da nicht etwas mehr Feuer nutzen? Meine Lampe ist kaputt. Wir wissen nicht mal, ob sie böse sind. Ja. Ist da irgendwo der mit uns unterwegs war vorher? Nein. Aber... als du weitergehst, du warst ja ein paar Mal im Saloon, siehst du tatsächlich, dass Daryl da hinten liegt. Regungslos, oder? Regungslos. Ich würde erstmal hingehen und noch nicht Bescheid sagen. Ja. Und mich da einfach mal hinhocken und schauen. Und sagen, bleibt mal zurück und guckt euch, also schaut euch die anderen mal. Genießt mal die Aussicht, ich habe hier was zu tun. Genau. Also hast du dich über einen Beuch, stellst du fest, dass der schwer verletzt ist. Der hat mehrere tiefe Wunden am Körper, aber er atmet noch. Okay, dann würde ich also erstmal so flüstern, so erlebt. Und dann würde ich mich halt umdrehen und den mal so ein bisschen versuchen hochzunehmen. Mhm. Wer lebt denn? Was ist da? Ja, dann würde ich mich halt umdrehen. So. Ah, ihr seht, dass Victoria Daryl in den Armen hält. Es ist Daryl, oh mein Gott! Mein Sohn! Ich stürze zu ihr und nehme Daryl in den Arm. Mhm, und er ist ohnmächtig. Und schwer verletzt. Okay, ich reiße mir alles, was ich habe, vom Leib, um Wunden zu versorgen. Ja, rettet ihn lebendig, gibt ihm mein Geld. Ich versuche irgendwie Wunden zu verbinden. Und, ihr könnt und, die Wunden verbinden, ja. Dann raus hier, Leute, raus hier. Einfach raus, einfach weg. Bin ich dafür. Vernünftiger Vorschlag. Ja, ich würde dir helfen, Daryl zu tragen. Okay. Traumhaft. Corey und Hedwig tragen Daryl. Ihr geht einfach den Weg zurück, den ihr gekommen seid. Also sie folgt diesen Schienen quasi aus der Mine raus. Wer ist denn vorne? Gudrun würde sich anbieten, diesmal vorne zu laufen. Als ihr in die Richtung lauft, natürlich hast du irgendeine Lampe in der Hand. Irgendwann, als du auf den Eingang zugehst, und das ist ziemlich hell, das Licht scheint herein, das blendet dich ein bisschen. In dem Augenblick ertönt ein Schuss und vor dir spritzt so Fels und Stein auf. Zurück, schreit Gudrun und zückt ihre Waffe. George, bist du? Als du schaust, siehst du tatsächlich im Eingang so, da draußen hat jemand ein Feuer angemacht und du siehst vor dem Feuer stehen den George mit seinem silbernen Revolver in der Hand. Der hat so ein Zigarillo im Mund und er sagt zu euch, es tut mir sehr leid, Miss Levine,
Ich dachte nicht, dass sie wieder rauskommen. Und dann hält er so eine Dynamitstange an seinen Zigarillo und die sieht, dass die Lunte anfängt zu zischen. Ich schieß drauf. Same. Können wir alle drauf schießen, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass einer trifft? Ja, ja, ja. Was ist okay, es ist kein einfacher Schuss. Was heißt, du möchtest drauf schießen? Auf die Dynamitstange? Skyler, also ich brauche seinen Zigarillo. Ich glaube, wir schießen alle. Wir schießen alle auf die Dynamitstange. Nee, ich würde gerne auf ihn schießen, damit die sie nicht werfen kann. Okay, dann schieß doch mal. Schießen wir jetzt alle? Ich würde alle. Ich würd mir die Shotgun hat nicht die Reichweite tatsächlich. Acht. Also du kannst schießen, aber... Kann ich mit dem Lasso versuchen, ihm irgendwie die Lunte aus der Hand zu schnallen, wie so eine... Nicht während fünf Leute schießen, das... Okay. Dann schieße ich auch. Okay. 11. Nun ist was mit deinen Würfeln los heute, Nebe? Ja, vorhin hatte ich auch schlechte Würfel. Also der der sieht, dass er die Waffen zieht, duckt zur Seite weg und drückt selber zweimal ab und will diese Waffe, den Dynamit werfen, als ihn Gudrun mitten in die Brust erwischt, er nach hinten geschleudert wird und die Dynamitstange fällt so nach vorne weg und rollt so zischend und funkenschlagend auf den Eingang der Mine zu. Aber ich habe doch auf die Dynamitstange gezielt. Ich dachte, du hast auf ihn gezielt. Ach so, sorry, auf die Dynamitstange. Ich fürchte allerdings, du hast ihn getroffen, weil er weggeduckt hat. Ist alles klar. Toll. Ich renne los. Ich bin verletzt, aber ich renne los. Was soll ich machen? Er hat zweimal geschossen. Wer hat die schlechtesten Würfe hingelegt? Ich habe 11. Ich habe 9. Ich hatte eine 7. Okay, nice. Victoria und Sky. Ihr werdet beide getroffen. Ich, Christoph. Würfelt mal Sturdiness, bitte. Ich hasse alles. 5. Au. 10. Ja, was sind das für Würfel? Ich will also, neue. Victoria wirft sich zu Boden und der Schuss fällt so ganz knapp an deinem Hut vorbei, aber Skylar steht da, wie man das halt so macht, während der Performance in der Wildwest-Show. Man steht so gegenüber und schießt einfach und du wirst einfach gnadenlos in den Oberkörper getroffen, nach hinten geworfen. Ich fange sie auf. Danke. Okay. Ja, die Dynamitstange rollt auf den Eingang zu. Die Lunte ist noch ein bisschen lang, aber sie zischt die ganze Zeit runter. Wer ist dran? Ihr könnt, Hedwig hat gerade Skylar aufgefangen. Victoria hat sich zu Boden geworfen. Das heißt, Cory und Gudrun, was macht ihr? Ich hatte auch geschossen, aber ich weiß nicht, ob es einen Effekt gehabt hat jetzt. Ja, ihr habt den getroffen. Also der ist hier umgegangen. Das heißt, die Dynamitstange, okay, das ist echt schwierig jetzt. Abschießen würde ich nicht mehr machen. Nee, kann die jemand aus der Höhle rausschießen? Wie weit ist sie denn entfernt von uns? Ja, so 10, 15 Meter. Und wie lange braucht die noch, bis sie explodiert? Da bist du nicht so die Expertin für, ne? Also sie zischt runter. Je länger ihr jetzt überlegt, desto weniger Zeit bleibt. Also entweder zurück oder halt rauskicken. Schieß doch noch mal drauf. Ja, was soll das bringen? Dann explodiert sie direkt. Ja, dann sind wir in der Höhle gefangen. Tu das nicht. Gudrun sprintet einfach jetzt nach vorne und versucht die einfach dann wegzukicken. Ja. Dann würfel doch mal Skedaddle, bitte. Oh Gott, wir werden alle draufgehen. Aber so ich bin eh schon halb ohnmächtig. Also. 15. 15? Gudrun rennt nach vorne. Wie? Springt nach vorne. Springt drauf und es geht aus. Fällt auf den Boden, erreicht mit der Hand die Dynamitstange und wirft sie mit so einer einen Bewegung raus und macht dann so die Hände über den Kopf. Und in dem Augenblick, als sie sich duckt, geht die Dynamitstange draußen hoch. Die ist genau neben George gefallen. Es gibt eine gewaltige Explosion. Über euch rauscht so Felsen, brechen so ein bisschen heraus und es fällt euch so Staub auf den Kopf. Aber der Mineneingang hält. Ich spiele Mundharmonika. Du hältst doch Skylar in der Hand. Wie willst du das tun? Mit einer Hand. Mit einer Hand bin ich. Wow. Ein Garn. Ich muss kurz die Karte rauslassen, gleich wird er. Jo, ey, ich wette, der Mineneingang hätte auch über uns einstürzen können. Just saying. Ja, eine 15. Geil. Oh
Man muss ja auch mal Glück haben und nicht nur Würfelpech. Ich erinnere mich an die letzten Pen and Paper. Ja. Ich habe gerade pro forma gewürfelt und es wäre nicht gut ausgegangen. Das hätte auch hier enden können für alle. Ja, Sky ist schwer verletzt. Ich laufe raus. Ja, und raus. Die Frau, die mich getragen hat, spielt gerade Mutter Monika, also... Mit einer Hand. Ja. Ich würde sie mit rausbuxieren. Okay. Ja, ihr tragt sie raus. Die Pferde haben sich zurückgezogen ein Stück, ne? Die waren halt so gehobbelt, das heißt, die Vorderfüße zusammen, Vorderlauf zusammengebunden. Die können nicht wirklich rennen, aber die haben sich vor der Explosion geflohen. Von George ist nicht viel übrig. Gudrun hat ihn entsorgt. Besser er als wir. Reich und Gentleman. Ja, stimmt. Was machen wir jetzt mit unseren Infizierten? Der wollte uns gerade umbringen. Also. Skyler so Blutspritz auf der Brust und Hedwig, was machen wir denn mit der? Vor allem, was für ein Gentleman, der Dude wollte uns umbringen gerade. Ich würde sagen, auf zurück und versuchen Skylers Wunden so schnell wie möglich zu versorgen. Ich versuche die erstmal irgendwie zu stopfen, indem ich irgendwas vom Hemd abreiße und versuche da. Stopp mal zumindest, rein. Nee, dass zumindest nicht mehr weiter fließt, so druckverbandmäßig. Ja, können wir. Sind da unsere Pferde noch? Ja, die sind noch da. Die waren dann würde ich sagen, alle auf die Pferde. Ich nehme Daryl auf mein Pferd und zurück. Ihr habt ein extra Pferd, weil Gentleman George ist ja reitet nicht mehr. Kann Daryl reiten? Ich glaube nicht. Nee, aber du kannst ihn darüber binden oder ihr könnt so eine. Okay, so eine als Führpferd mitnehmen. Genau. Ja. Okay. Dann packe ich Skylar hinter ihn drauf. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich reiten kann. Ich lege dich so übers Pferd drüber. Wir binden dich da dran. So im Bauch nach vorne. So. Hoffentlich macht keiner ein Foto. Nein, die Kamera ist immer noch kaputt. Ach stimmt, Henrietta ist auch noch da. Henrietta ist auch noch da, ja. Okay. Und dann wollt ihr so schnell wie möglich zurückreiten, ja? Dann würfelt doch alle mal riden, wie schnell ihr so seid. Oh, oh. Ich auch. Riding. Ja, alle. Oh mein Gott. Jetzt habe ich eine 11. Ich habe eine 11. Ich habe eine 12. Nee, eine 11. Entschuldigung. Ich habe eine Stoppzahl. 5. Ihr kommt ganz gut voran, außer dass Gudrun regelmäßig irgendwie der Gaul durchgeht oder scheut. Einmal wird sie sogar abgeworfen. Sie muss sich dauernd vorne an ihrem Sattelknauf festhalten, was super peinlich ist. Und ihr stellt ziemlich schnell fest, also Hedwig wusste das wahrscheinlich schon, Gudrun ist nicht so die allerbeste auf dem Rücken eines Pferdes, um es freundlich zu sagen. Ich habe das gehört, Hedwig, sag ich. Und pfeife was vom Pferd. Also Skylar, schwer verwundet, reitet deutlich besser als Gudrun, die nicht verwundet ist. Willst du zu mir rüberspringen? Frage ich Gudrun. Oh ja, das ist eine gute Idee. Und ich treibe Henry weiter an, dass er neben Gudrun rennt, dass sie rüberspringen kann. Auch. Gudrun springt rüber, muss ich dafür würfeln? Oh, ja, nein. Ja, das ist ein Move, den wir schon 100 Mal gemacht haben. Ja, das kriege ich hin. Sehr gut. Ich springe rüber und halte mich an Hedwig fest. Gudrun muss hinter Hedwig reiten. Okay. Es dauert von hier aus, ihr habt ja so einen Bogen geritten, von hier aus dauert es nicht ewig und mit dem ersten Licht der Sonne erreicht ihr Rapture wieder. Daryl wird nicht wieder wach. Skylar, du verlierst relativ viel Blut, aber du bist noch auf den Beinen. Du bist zäher, als man so denken würde. Ja, du, was ich schon mit gebrochenen Beinen irgendwie geritten bin. Ja. Gut. Ja, ich stelle direkt zu Miss Sheila in die Apotheke. Ja. Ist sie doch böse? Miss Sheila? Ja, du kommst kommt bei der Apotheke an, ja? Es ist morgens früh, das heißt, ihr könnt da an die Tür klopfen oder was auch immer und... Es kommen Leute aus allen Häusern gelaufen, als sie euch sehen und kommen zurück und als die Verwundeten sehen und so weiter. Der Sheriff kommt aus einer Krücke angelaufen. Daryl, Sie haben Daryl! Sie haben es geschafft! Oh nein! Miss Skylar ist verletzt! Wir klopfen ja, alles halb so wild, nur Daryl geht's nicht so gut.
Ist Miss Sheila irgendwo und kann ihn versorgen? Tatsächlich kommt Miss Sheila aus der Apotheke gelaufen mit ihrer kleinen Tasche. Ja, Doktorentasche. Oh, lass sie runter, ich schaue sie mir an. Es ist ein Eher, aber das werden sie auch gleich feststellen. Die beiden, lass sie runter. Ach so. Ich steige selbst vom Pferd mit so viel Würde, wie mir geblieben ist. Ja, sofort rennen um dich herum deine Fans und stützen dich und bieten dir Wasser an und ja. Die anderen nicht zuhören, fange ich an, irgendwelche wilden Geschichten zu erzählen, wie episch ich das doch gemacht habe alles und deswegen ich verletzt wurde, weil ich mich für die anderen geopfert habe und so weiter und so fort. Man kennt das. Die Apothekerin beginnt, die Wunden von Daryl zu versorgen, zu säubern und so weiter. Und sie zieht eine Spritze auf. Ah, stopp! Die Spritze haben wir gefunden. Was spritzen Sie da jetzt? Morphium. Morphium. Können Sie bitte mal einen Probespritzer rauslassen, bevor Sie das in die Haut injizieren? Ja. Was soll das hier? Ich behandle Ihren Sohn, Miss Levine, bitte. Wir waren in der Mine, da haben wir genau solche Spritzen gefunden und es sind uns Menschen begegnet, die tot und nicht lebendig und nicht lebendig und nicht tot waren und die uns angegriffen haben. Was? Sie reden wir. Ich muss ihren, der hat Schmerzen, ich muss ihm helfen. Gudrun schnappt ihr die Spritze aus der Hand. Okay. Muss ich würfeln? Nee, also mach mal Scrap. Okay. Also wenn du jetzt nicht ganz schlecht würfelst und in die Spritze reingreifst, einfach Scrap. 7. Ja, du packst sie und ziehst die Spritze aus der Hand und dabei fällt sie nach hinten um und fällt auf den Hintern. Und die Leute drumherum so, es gibt halt sofort irgendwie, die Apothekerin, die fremde Kopfwelt, die gerade die Apothekerin gestoßen und sofort siehst du, dass Leute irgendwie bedrohlich auf dich zukommen. Ich würde mal kurz einen Probespritzer aus der Spritze raushauen, um zu gucken, ob es kommt so eine grünliche, übel riechende Flüssigkeit spritzt aus der Spritze. Ich rufe das den anderen zu und sage, schaut, es ist genau dieselbe Flüssigkeit, die wir in den Minen gefunden haben. Ja, zum Vergleich hole ich nochmal die Spritze raus, die ich aus dem Lager mitgenommen habe. Sheriff Hunt, Sie müssen Miss Sheila festnehmen. Ich weiß nicht warum, aber sie hat irgendwas damit zu tun. Ach, was? Miss Sheila? Die gute Fee der Stadt? Unsinn. Es ist dieselbe Spritze, unterbreche ich ihn vehement. Und es ist auch dieselbe Säure oder was auch immer da drin ist. Riecht doch da mal dran, wie das riecht. Der Sheriff kommt näher gehumpelt und tatsächlich nimmt der Gudrun, wenn sie das zulässt, die Spritze aus der Hand. Und der spritzt so ein bisschen Flüssigkeit in seine Hand und riecht dann so, oh, was ist das denn? Das ist doch kein Morphium, das ist, ich weiß nicht. Und sofort gucken alle zu Miss Sheila, die sie gerade so wieder aufrappelt. Ich ziele zumindest mit meinem Peacemaker auf die. Während sie sich auf ja. Nur, dass die keine falsche Bewegung macht. Die hebt die Hände. Nicht schießen. Miss Sheila, erklär dich. Was hat das zu bedeuten? Nichts. Ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Das ist alles. Ich würde sagen, wir foltern sie einfach, bis sie uns sagt, was los ist. Ja, da stinkt doch was zum Himmel und das ist nicht nur die Spritze. Bei mir 3 Kopfgeldjägerinnen, die regeln das. Wir sind unschuldig. Kann ich meinen Spezialmove machen und sie einschüchtern? Klar. Indem ich stapfe auf sie zu, so komplett zerfetzt. Ja. Ne, mit Einschusslöchern überall. Ja, mach mal Bellyhoo. 8. Ja, aber das ist ein Spezialmove. Also sie zuckt zurück und sagt, ich nicht. Und sie hat einen Blick auf die Waffe, die auf sie gerichtet ist, und sagt, es war nicht meine Idee. Sondern ich bin da runtermarschiert, ich bin komplett lediert. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin Skylar fucking Scott. Die Eisenbahn Worthington. Und sie zeigt so über die Köpfe der anderen weg und ihr seht, dass Mr. Worthington gerade auf ein Pferd springt und beginnt loszureiten. Ich schieße das Pferd. Ich auf die Beine des Pferdes. Ich finde schön, dass nicht immer ich die Erste bin, die schießt. Das ist ungewohnt. Und schaut gleich wieder so die Tiere. Shooting Irons, bitte.
Ich möchte nicht auf das arme Pferd schießen. Ich möchte auf seine Schulter zielen, bitte. Mit der Shotgun. Schieß auf das Pferd. Mit der Schrotflinte. Sehe ich, dass Victoria auf das Pferd zielt? Ja. Kann ich sie schubsen? Da müsst ihr beide Fast Draw würfeln, wer von euch schneller ist. Ich schubse Victoria, weil ich sehe. Würfelt mal beide Fast Draw. Also dann nochmal würfeln oder? Du würfelst Fast Draw, Victoria, wer schneller ist im Prinzip. Ah, nee, ich habe eine 7. 10. Dann bist du 12. Du bist deutlich schneller. Also du siehst das, du willst reingreifen, der Victoria schießt schon. Was hast du beim Schießen gewürfelt, Victoria? Ich glaube, es war eine 10. Ja, super, ist egal. Also du triffst das Pferd sauber mit einem Schuss in den Hals und währenddessen... Von hinten. Das Bein hätte doch gelangt! An die Seite. Oh. Ja, also ich kann euch versichern, wenn man ein Pferd ins Bein schießt im Wilden Westen, wird niemand 6 Monate Rekonvaleszenz machen. Egal, wo du es triffst, das Pferd ist tot. Deutschland auch nicht. Ja, natürlich nicht. Also, dann, Kim, was hast du gewürfelt? Nächstes Mal skill ich auf Schubsen. Warte kurz. Ich hab hier nur versucht zu helfen. Ich hab eine 6. Du hast eine 6. Du triffst sie mit deinem Schuss sauber in den Rücken. Ihm? Ja, ihm, den Worthing. Aber da habe ich doch drauf gezielt. Du hast auf seine Schulter gezielt. Du triffst ihn sauber in den Rücken. Okay, gut. Oh, oh. Sehr gut. Das Pferd, ohne ein Geräusch, sacken die Beine weg, es fällt hin und er wird davon geschleudert, Blut spritzt und er überschlägt sich mehrfach und bleibt liegen. Und die Miss Sheila ruft, nein, Jeremiah! Right, so läuft das hier im Westen. Ich renne zu Jeremiah. Ich renne zu Jeremiah und gucke, ob er noch lebt. Nein. Oh, du verdammt. Bist nicht sicher, ja. Ob dein Schuss oder der gebrochene Hals, aber irgendwas hat ihn getötet. Miss Sheila, Sie müssen uns jetzt aufklären, was war die Vereinbarung? Ich lade nach und ziele jetzt nochmal auf Sie. Die fällt auf den Boden und ne? Er wollte den Farmern Angst machen, damit sie ihre Farmen verkaufen. Angst? Der hat die alle umgebracht. Ja, es ist aus dem Ruder gelaufen. Oh, yeah. Okay. Ups. Ja, gut. Nee, passiert im Besten. Da können wir jetzt auch nichts machen. Kann ja mal passieren, so Details. Ja, also. Ja, wer ist noch betroffen? Wer hat noch diese Spritzen bekommen? Wen müssen wir. Ist noch jemand jetzt? Es sind schon so viele gestorben, aber ist noch jemand betroffen gerade? Inwiefern steht. In der Cahill-Mine. Sind da noch mehr in der Mine? Ja, ich brauchte für meine Experimente Subjekte. Gibt es ein Gegenmittel? Das lässt irgendwann wieder nach. Es ist wie eine Art temporäre Tollwut oder so. Es ist ansteckend über Blut. Nein, nein, nein. Es ist also nur über die Spritze. Ja. Ich atme unbemerkt erleichtert auf. Inwiefern steckt George mit drin, Sheila? Der ist eh tot. George war ist von der Eisenbahn angeheuert. Der hat für Worthington gearbeitet. Ja. Richtig. Er wollte, dass sie alle verkaufen. Korrekt. Der steckt jetzt nur teilweise drin. Aber Teile von ihm stecken noch drin. Ja. Im Boden hauptsächlich. Ja. Ich würde sagen, Sheila wird verbannt. Aber das muss der Sheriff hier, muss jetzt hier ein Machtwort sprechen. Verbannen, sie ist viel zu gefährlich, wenn du mich fragst. Ich würde sagen, sie ist vogelfrei. Ich würde sagen, sie ist mausetot. Okay, ja, schieß sie. Ihr wollt jemanden so gefährlich... Tötet die Frau, die mich verarzten kann, ist gut. Ja, dann muss sie halt erst die Leute verarzten und danach töten wir sie. Das müssen wir ihr jetzt nicht sagen. Ja, stimmt. Hat der Mensch eigentlich noch Geld dabei? Der wollte uns noch Geld geben, wenn wir das lösen. Nee, das ist jetzt wahrscheinlich, sein Geldbeutel ist wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz da. Ich durchsuche ihn. Der hat eine Geldbörse mit $100 dabei. Nehme ich. Hat sich doch gelohnt. Okay, also, die Kamera zieht sich etwas zurück
Und der Erzähler berichtet von den Ereignissen in Rapture, davon, dass die Trans-Arizona Railroad sich von ihrem Rogue-Mitarbeiter Worthington losgesagt hat, der natürlich ganz alleine und ohne Legitimierung der Eisenbahn gehandelt hat. Miss Sheila gelingt es, sowohl Sky als auch Daryl so weit zu versorgen, dass sie zumindest nicht an ihren Wunden sterben werden, aber beide werden einige Narben zurückhalten. Danach wird sie vor Gericht gestellt und der Richter aus der nächstgrößeren Stadt verurteilt sie dazu, am Halse aufgehängt zu werden bis zum Tode. Sehr gut. Und das wird außerhalb von Rapture an einem Galgen gemacht. Großartig. Nice. Machen wir Fotos. Überlebt Daryl? Daryl überlebt, ja. Aber schwer verletzt und traumatisiert. Wir gehen jetzt wieder in die Bar, was? Es gibt Fotos und es gibt auch eine Reihe von Artikeln von Henrietta über die Helden und Heldinnen von Rapture, die sich gegen den finsteren Plot der Trans-Arizona Railroad gestellt haben. Und hauptsächlich gibt es Fotos von Sky, wie sie posiert vor Dingen. Und sie ist auch die Anführerin der Posse, die auch alles getan hat. Sie hat den schurkischen Gentleman Jaws erschossen. Sie hat die Verschwörung aufgedeckt und Worthington zur Strecke gebracht. Nice. Kriege ich jetzt auch wieder einen Job als Westernreiterin, also als Performerin, oder? Du bist ja nicht mehr ganz so gelenkig. Ja, du kriegst noch einen Job. Du kannst jetzt aber, das ist jetzt mehr so die vernarbte Veteranin und nicht mehr das Junge. Ja, nee, ist okay. Ja. Und der Fortschritt schreitet unaufhaltsam voran. Die Eisenbahn erreicht Rapture. Und aus dem kleinen Frontiersstädtchen wird irgendwann ein Umschlagplatz für die gewaltige Fleischindustrie, die die gesamten Vereinigten Staaten mit Steaks versorgt. Großartig. Der wahre Horror. Meine Basis ist doof. True. Schwierig. Ja. Was geht bei euch noch so im Leben? Na, wir gucken uns die Steckbrieftafel an hier aus der Stadt. Richtig. Und schauen, was wir genug hier noch aufspüren können. Ich meine, die Abenteuer von Gudrun und Hedwig kann man ja regelmäßig bei Froschmädchen und Drachenkraut im Stream angucken. Ebenso Victoria bei Finessen. Richtig. Howdy. Howdy. Das war wundervoll. Das war so großartig. Und ist keiner gestorben. Ich bin beeindruckt. Ja, kriegt Daryl Hausarrest? Daryl kriegt Hausarrest, ja. Aber da Rachel ja glücklicherweise gestorben ist, glaube ich, oder hat die überlebt? Rachel wurde mit dem Serum infiziert und ist gestorben, ja. Ja, also von daher ist Daryl jetzt auch erstmal in der Trauerphase und da braucht man jetzt auch keinen Hausarrest verhängen. All gut. Hey, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Ihr hattet sehr, sehr geile Charaktere. Ja. Muss ich schon sagen. So ein bisschen die Hoffnung, dass das die internen Gruppen vielleicht noch weiter eskalieren. Und das wäre natürlich so der wahre Horror. Ne? Bei Klassiker, bei diesen Horrorgeschichten, bei den Zombie-Geschichten ist ja immer, dass die schlimmsten Monster sind die Menschen. Ja. Und wenn die Bounty Hunter jetzt die beiden umgebracht hätten oder ne, so ausgesetzt hätten, was auch immer, das wäre schon sehr Horror gewesen. Oder am Ende, ist nicht ansteckend und so. Wir haben Sky in der Mine verscharrt. Aber du hättest auch Skylers Krankheit ausbrechen lassen können. Ja. Diese temporäre Tollwut, das wäre auch lustig gewesen. Ich war ja nicht infiziert, ich war ja nur angegriffen, aber ich hatte ja keine Spritze. Nee, klar, aber es hätte ja so sein können. Dass sich das hätte sein überträgt. Können, ja, die Gefahr war da. Ich wurde nur von Skyler gebissen, also ich hatte noch einen Schritt dazwischen. Aber diese Miss Shyla ist schon auch ziemlich blöd, das dann vor unseren Augen zu machen, oder? Also wenn sie da experimentiert in der Höhle, okay, aber im Dorf das zu verabreichen, ist schon ganz schön stupid. Ne, die meisten... Ja, und wenn die Leute nicht reingucken, was in der Spritze ist? Proband ist Proband, ne? Stupt ja eh. Naja, die drehen dann durch und dann ist es halt das Monster. Dann gibt es hier eine Krankheit, Leute haben Tollwut. Die Gegend ist gefährlich, hier muss man wegziehen.
Nee. Daryl hat sich irgendwo infiziert. Ja. Nee. Aber der ist jetzt traumatisiert und schwer verletzt. So, ich weiß eh nicht, ob ich den noch... ein bisschen in die Show von... Ob ich den noch großziehe. Ob ich den noch als Nachfolger aufbauen kann, ne, ist dahingestellt, ob sich das gelohnt hat, das Ganze. Mach's wie mit dem Pferd einfach. Ne? Das ist einfach kann man dann auch nichts mehr machen. Hau weg, einfach das Nächste. Ja. Ach, ich bin schockiert. Hätten wir denn aus der Höhle noch jemand retten können? Weil da lag ja noch ein Haufen irgendwie und da ja, haben wir. Ja. Ja? Klar. Die waren zwar mit dem Serum infiziert, aber das lässt irgendwann nach. Ja, wir hätten nämlich noch retten können. Wir haben ja einfach liegen lassen. Wir haben nur Daryl genommen. Was stellst du hier auch diese komischen Fragen jetzt, Kim? Mensch. Wir hätten noch Leute rausholen können. Ja. Aber. Haben wir aber nicht gesehen. Nee, unsere Lassos waren ja in Benutzung. So. Ja, und wir hatten auch keinen Platz mehr auf den Pferden. Und so. Also, ja, das ist alles zu umständlich. Nicht. Es ging ja nur um das Geld. Aber wir hätten auch sterben können, oder? Na klar. In der Mine jetzt so, weil das ist das Deutlichste. Also, ich habe extra das System, ist tödlicher als die, die wir sonst spielen. Ich habe, ihr hattet eine Reihe von Slots, sage ich mal, für Verletzungen. Aber Skylar war schon sehr nah am Ende. Nee, ist okay, Christoph. Ich sterbe gerne in deinem Pen and Paper. Ja. Also man darf immer noch mal würfeln zur Verteidigung, aber wenn man schlecht würfelt, dann kriegt man halt die schweren Wunden und wenn man zwei davon hat, ist es aus. Ja. Wow. Schön. Ja, krass. Cool. Ja, vielen Dank für die Einladung, ne? Yes. Das war so cool. Sehr cool, dass ihr alle dabei wart. Wirklich, es war eine nice Gruppe. Hat mich sehr gefreut. Mega. Ja. Sehr lustig. Und dann vielen Dank fürs Organisieren, Frau Schee. Yes. Vielen Dank für die Chat fürs Ermöglichen. Und für die Spielleitung und fürs Mitmachen. Folgt diesen wundervollen Menschen auf Twitch. Die sind toll. Und ja, freue mich schon aufs nächste Abenteuer mit euch. Dankeschön. Dann habt noch einen wundervollen Abend. Vielen lieben Dank. Howdy. Yes. Jetzt müssen wir müssen jetzt Ski daddeln. Daddeln. Ja, ich bin für Pussyfutteln. Ciao. Tschüss.